Wir waren zu lange weg. Es wird wieder Zeit. Ich bin Timon. Und ich bin Ferdinand. Und das ist die Bucke Wunderlich Experience. Und heute soll es um Alternative History gehen. Wir haben nämlich Bastian Vergnon, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, vom Ankerpunkte-Blog dabei. Und heute soll es um die Frage gehen, was wäre wenn, spezieller noch, was wäre wenn im Zweiten Weltkrieg. Wir haben uns da ein paar Punkte rausgesucht von deinem Blogartikel, den du darüber geschrieben hast. Erstmal ganz kurz zu dir. Du hast Geschichte und Politikwissenschaften studiert und hast da auch deinen Doktor drin gemacht, ne? In Geschichte? Genau, also ich habe, ist jetzt zwischendurch auch schon ein bisschen her, eben in Regensburg 5 Jahre, ja, wie lange? Das kommt davon, wenn man danach noch arbeitet, das verschwimmt dann immer ein bisschen, wie lange man an dieser Uni war. Also sagen wir einfach mehrere Jahre habe ich Geschichte, Politikwissenschaft studiert und dann danach noch ein paar Jahre für den Doktor draufgelegt, wo es auch so ein bisschen am Anfang um den Zweiten Weltkrieg auch ging. Also auf jeden Fall Ahnung von der Thematik, die wir gleich besprechen werden. Das will ich noch hoffen. Ja. Das testet ihr jetzt ja gleich aus. Genau, da fühlen wir dir auf den Zahn, ob du auch wirklich einen Doktor hast und nicht irgendwie Schmuh gemacht hast. Zahnarzt. Wir haben uns ein paar Punkte von deinem Blogartikel rausgesucht. Letztendlich ist dein Blogartikel umgreift ja noch viel mehr Themen. Das heißt, wenn jemand danach noch Interesse an den anderen Sachen hat, auf jeden Fall vorbeischauen beim Ankerpunkte-Blog. Wir haben uns als erstes Thema Operation Dynamo rausgesucht. Das fanden wir ganz interessant. Und uns würde freuen, wenn du erstmal so einen kleinen Einblick gibst. Was war denn nochmal Operation Dynamo, bevor du auf das Thema Was wäre wenn eingehst? Genau, sehr gerne. Also Operation Dynamo fand im Mai 1940 statt und hatte folgenden Hintergrund. Wir hatten ja damals die Konstellation, dass Nazi-Deutschland die Benelux-Staaten, also Niederlande, Belgien, Luxemburg überfallen hatte und so Frankreich und das damit verbündete Großbritannien. Also Großbritannien hatte Truppen aufs Festland geschickt, um seine Verbündeten zu unterstützen. Und das, sagen wir, fiese an der ganzen Geschichte war, dass die Deutschen haben quasi, soll man es jetzt sehr verkürzt sagen, man hat quasi getäuscht, man greift die Niederlande und Belgien im Norden an. Die Franzosen, Briten haben natürlich, sind sofort reingerückt, um denen zur Hilfe zu eilen. Und dann kam mit der anderen, quasi mit der anderen, also wie beim Boxen quasi antäuschen und mit dem anderen haut man dann wirklich drauf. Und hat quasi mit diesem Feldzug, der dann sogenannter Sichelschnitt hieß, dieser Plan, hat man dann sehr große Truppenmassen von Frankreich und von Großbritannien einfach abgeschnitten. Also man hat quasi diese Leute oder diese Truppen so in Nordfrankreich, Belgien, hat man einfach von den Basen, die halt in Frankreich lagen, abgeschnitten. Also damit ja auch vom Nachschub. Ja. Und jetzt war natürlich das Problem, was kann man da tun? Nachdem also Ausbruchsversuche gescheitert waren, ging es jetzt für die Briten vor allem darum, wie holen wir diese Leute oder wie können wir überhaupt versuchen, diese Leute rauszuholen. Mhm. Weil, das muss man vielleicht auch noch so als Hintergrund sagen, die Briten hatten zu der Zeit primär eine Berufsarmee. Das heißt, wenn diese Leute gefangen wurden, dann waren das Leute, die man jahrelang trainiert hatte, die extremst gut ausgebildet waren. Das heißt, die waren halt nicht zu ersetzen, indem man jetzt sagt, okay, dann ziehen wir halt irgendwelche 18-Jährigen ein und trainieren die halt 2-3 Monate, wie es früher auch in Deutschland mit der Bundeswehr war, mit der Wehrpflicht, sondern das waren Leute, die kannst du nicht verlieren, wenn du den Krieg weiterführen willst. Und die saßen quasi dann eingekesselt in den Häfen in Nordfrankreich und in Belgien. Und jetzt war halt dann der Versuch da, ja okay, was hat man für eine Wahl? Man kann die ja nur per Schiff rausholen. Das heißt, man hat halt verkürzt gesagt mal alles rekrutiert, was irgendwie schwimmen konnte und hat die dann zu den Häfen geschickt. Dünkirchen war so ein Beispiel, die relativ nah auch am Dover lagen, also wo du einen recht kurzen Weg hast zwischen den Ganzen. Und ja, im Endeffekt haben die gar nicht damit gerechnet, dass sie so viele Leute rausholen können, weil so ungefähr die Deutschen werden nicht so blöd sein und quasi zuschauen, wie die da alle über den Ärmelkanal abhauen. Das heißt, am Anfang war das natürlich, wir schicken so viel raus, wie geht und so ungefähr kümmern uns um die Effizienzen später. Und was die nicht mitbekommen haben, war, dass die Deutschen selber in der Führungsriege Schwierigkeiten hatten. Das heißt, Hitler war so dämlich, muss man sagen, und hat halt seine Panzerspitzen gestoppt, hat gesagt, okay, wir warten darauf, dass die Luftwaffe die irgendwie kalt macht in den Häfen.
Und in der Zeit, wo die Deutschen halt quasi nicht angegriffen haben, haben die Briten und Franzosen einerseits ihre Verteidigungsstellungen verstärkt und hatten natürlich die Zeit, diese Operation Dynamo, also diese Evakuierungsmission, wirklich auf feste Füße zu stellen. Also dass man wirklich sagen konnte, man konnte das mal durchorganisieren, man konnte diese Effizienz steigern. Und das Ergebnis war, als die Deutschen dann Anfang Juni wieder angegriffen haben, dann haben die relativ schnell die Verteidigungsstellungen durchbrochen, wo die vor allem die Franzosen gehalten haben. Aber man kann quasi sagen, als die dann in den Häfen da waren, war halt der Großteil der Briten schon wieder weg. Ja. Und das war natürlich für die extrem wichtig, weil sie halt große Teile dieses extrem gut trainierten Berufsheers retten konnten. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, was wäre gewesen, wenn die Deutschen halt das nicht gestoppt hätten oder auch schneller gecheckt hätten, was los wäre. Genau, da habe ich nur vorher nochmal die Frage, ich habe dazu auch den Film geguckt, genau, der ist ja vor ein paar Jahren rausgekommen. Danke, der war extrem gut. Ich habe da auch schon gar nicht ganz verstanden, warum waren denn die Deutschen nicht, also warum haben die denn Pause quasi gemacht? Also das ist bis heute relativ umstritten, weil hinterher wollte das natürlich auch keiner zugeben, dass er das verpatzt hat. Ja. Die neuesten Theorien, also früher galt die Theorie, ja, quasi die Luftwaffe, die Deutsche hätte gesagt, ja, wir kriegen das hin, wir bomben die einfach halt, egal ob sie jetzt im Hafen hocken oder über den Ärmelkanal schippern, wir bomben die einfach weg. Das hat halt nicht funktioniert. Jetzt, da wäre man dann von weniger Verlusten ausgegangen, oder das wäre dann ein Vorteil? Genau, also quasi man hat halt argumentiert, die sitzen da eh und quasi wenn die halt auf irgendwelchen Kähnen über den Ärmelkanal schippern, dann sind die ja quasi auch nur Zielscheiben. Ja. Und ich glaube, es war dann auch teilweise schlechtes Wetter, was damals die Luftwaffe ja noch extrem eingeschränkt hat, weil es ja mit heutzutage mit dem Fliegen nicht vergleichbar war. Die neuere Theorie ist tatsächlich, dass es Streit in der deutschen Führung gab zwischen Adolf Hitler als Führer, der sich an der Spitze gewähnt hat, und den Experten, nenne ich es mal, in der Militärführung, dass Hitler einfach gesagt hat, die haben jetzt in diesem Feldzug meine Befehle schon ein paar Mal missachtet. Und jetzt will ich denen mal quasi zeigen, wer hier der Chef im Ring ist. Und im Endeffekt, dass das zum Stopp geführt hat. Und dass die natürlich eben nicht damit gerechnet haben, dass die Briten so schnell so eine massive Evakuierungsmission auf die Beine stellen. Also die haben gedacht, naja gut, wir haben ja die Zeit. Also sowas gab es auch vorher, meiner Erinnerung nach, nicht in der Geschichte, dass man da wirklich 100.000 Soldaten, die da quasi auf den Stränden rumlungern, Glück gesprochen, also alles auch totales Chaos, dass man die dann zurückholt. Ich glaube, das Besondere, also zumindest im Film kam das so rüber, das Besondere war auch, dass ganz viele, dass da eine enorm hohe Zivilcourage einfach war, dass da enorm viele Fischer selber dann losgefahren sind, und das war, glaube ich, gar nicht geplant, oder? Sondern das war eigentlich erstmal geplant, dass das Militär die überschifft, oder? Also man hat im Endeffekt war das am Anfang relativ klein geplant, weil man hat nur damit gerechnet, man hat vielleicht 1-2 Tage, um die rauszuholen, weil dann machen die Deutschen quasi den Kessel zu und dann kannst du, egal wer du bist, kannst du da niemanden mehr vom Strand holen. Und erst als quasi klar war, Moment, die Deutschen, aus welchen Gründen die auch immer, das konnten die Briten ja nicht wissen, stoppen irgendwie, dann hat man quasi sich dazu entschlossen, quasi alles erstmal für diese Operation Dynamo zu rekrutieren, was gerade in den Häfen bei Dover ist, weil man auch dann wusste, okay, diese kurze Strecke schaffen auch kleinere Schiffe. Ich glaube, in Dunkirk ist es ja auch so ein ganz kleines Bötchen, dass da so einer der Hauptprotagonisten da ist, wo man sagt, okay, die wenn man jetzt gesagt hätte, ihr müsst durch die halbe Nordsee, das hätten die nie geschafft von den Strömungsverhältnissen her. Oder von den Wetterverhältnissen. Nee, aber diese kurze Strecke zwischen Dover und Dünkirchen, die war für diese Yachten oder wirklich so Freizeitboote, kann man es jetzt verkürzt sagen, war halt machbar. Ja. Also das ist auch, es gab dann schon noch weitere Evakuierungsmissionen aus anderen Häfen in Frankreich, wo die eingekesselt waren. Meines Wissens war da aber wiederum eher das Militär federführend, weil diese Strecken halt für diese kleinen Boote nicht machbar waren. Und dann haben die Deutschen nach mehreren Wochen oder Tagen doch angegriffen, und dann war das auch ziemlich klar schnell entschieden, oder? Genau, also es war relativ schnell entschieden, weil man muss ja tatsächlich sagen, das war ja totales Chaos bei den Landeinheiten, weil die vom Nachschub abgeschnitten waren, dann gab es noch, da gibt es auch eine
durchaus eine Rede von Churchill im britischen Parlament, wo er gesagt hat, ja, wir hätten ja eine schöne Verteidigungslinie aufbauen können und uns da länger halten können, aber dann haben diese verdammten Belgier kapituliert und dann ist alles kollabiert, weil auf einmal quasi eine komplette Flanke offen war. Also wie gesagt, alles total chaotisch, alles total im Fluss. Und ja, das ist sozusagen das, wo eigentlich keiner damit gerechnet hatte, dass in dieser chaotischen Situation man es wirklich noch schafft, diesen Kern dieser Berufsarmee, die einfach essentiell war dafür, dass Großbritannien weiterkämpfen konnte, dass man die rüberholt. Ja. Und das ist quasi dieser Ankerpunkt, wo ich dann gesagt habe, ja, was wäre denn gewesen, wenn quasi dieses Chaos dazu geführt hätte, dass die Deutschen da wirklich 100.000 Briten, und zwar eben, glaube ich, die 100.000 wichtigsten Briten, Glück gesprochen für den Krieg, da in diesen Häfen festnageln und gefangen nehmen. Was wäre denn wahrscheinlich gewesen? Also dann geht natürlich die Frage auseinander, ob man sagt, hätten die Briten dann wirklich kapituliert? Weil man natürlich sagt, okay, mit wem willst du denn dann weiterkämpfen? Weil es da natürlich auch entsprechende Kämpfe in der britischen Führung gab oder Auseinandersetzungen, soll man mit den Deutschen Frieden schließen, lohnt sich das Ganze? Weil man muss nämlich auch sagen, die Briten, also so wie wir sie heute kennen, haben ja, also das sind quasi die großen Zeiten, denen die Briten ja bis heute nachtrauern. Da hatten sie ja noch ihr Empire und genau das war für viele so, ja, lieber schauen wir, dass sie dieses Empire irgendwie bewahren mit den Kolonien in Afrika, in Indien, in Asien, als dass wir uns jetzt hier wieder wie im Ersten Weltkrieg jahrelang mit den Deutschen bekämpfen und hinterher pleite sind und enormen Blutzoll zahlen. Also sicherlich wäre es so gewesen, dass die Friedenspartei, nenne ich es jetzt mal, Auftrieb bekommen hätte. Und dann sind wir sozusagen in der britischen Innenpolitik, ob das gereicht hätte, dass die Briten zumindest sich auf Friedensverhandlungen eingelassen hätten. Und dann sind wir natürlich wieder in der Spekulation drinnen. Ob es ausgereicht hätte. Bitte? Ob es ausgereicht hätte, ja. Besonders mit dem Pakt zwischen Churchill dann und den USA, der ja auch einer der Kernpunkte war, Wendepunkte im Krieg selber. Und wenn jetzt ein Großbritannien also nicht nach Hilfe gefragt hätte, ist die Frage, ne? Also man könnte es auch umdrehen. Es war ja sozusagen von Churchill, war ja immer das Ziel, die Amis da irgendwie mit reinziehen, weil die gewusst hätten, ohne das industrielle Potenzial, irgendwann halten die Briten das nicht durch. Oder zumindest, man kann zwar den Patt halten, aber dann hockt man halt auf seiner Insel und ist abgeschnitten vom Kontinent. Aber dazu muss ich natürlich den Amerikanern auch zeigen, ja, die Briten können noch kämpfen, das ist jetzt quasi kein Fass ohne Boden oder sozusagen, niemand möchte ja auf der Verliererseite stehen, weil es bei den Amerikanern ja auch einen sehr starken isolationistischen Zug gab und die gesagt haben, wir mischen uns doch da bitte nicht wieder in diese europäischen Händel ein. Und wenn man jetzt noch die Argumentation hat, naja gut, diese Briten, die sind eh verloren oder quasi bringt ja eh nichts, denen zu helfen, weil die haben ja keine Armee mehr, mit der sie kämpfen können und quasi nur der Ärmelkanal verhindert, dass sie kapitulieren, dann wäre es natürlich auch nochmal schwieriger, sozusagen diese, ich nenne es mal, aktivistischen Teile der US-Politik unter Präsident Roosevelt dann reinzuziehen, dass die eben gesagt hätten, okay, wir machen mit dem Land and Lease Act zum Beispiel, verticken wir denen Materialien. Das war ja dann für die Briten auch in der rechten Welt das große Problem. Man hatte diese Berufsarmee zwar gerettet, die Männer, aber man hatte keine Ausrüstung mehr, weil das war alles zurückgelassen. Das heißt, man musste die erst mal wieder ein bisschen aufrüsten, damit man, sage ich mal, überhaupt wieder was weitermachen konnte. Und es gab dann zum Beispiel auch so mehrere so Nadelstichattacken, die Briten dann so in 1940, 1941 gefahren haben. Einfach nur, um auch der Welt nach außen zu zeigen, ja, wir sind noch kampffähig. Also mit uns ist noch zu rechnen. Es ist nicht so, dass jetzt Hitler-Deutschland oder das Dritte Reich hier komplett auf der Siegerstraße wären. Aber das wäre natürlich, solche Bemühungen sind natürlich schwieriger, wenn dir deine komplette Armee oder der Kern deiner Armee gefangen genommen ist. Ja. Und die Rüstungsteile haben sie dann von den USA bekommen, ne? So war das ja. Also die USA die Briten unterstützt haben. Genau, also die haben quasi, du kannst sagen, sozusagen diese Lücke einigermaßen geschlossen. Dann kam natürlich einiges noch aus den Kolonien wie Kanada. Die haben natürlich auch vieles geliefert. Da gibt es den Hafen von Halifax, der dann damals strategisch wichtig war, weil darüber viel Nachschub lief, wo dann immer wieder die Paranoia war, oh, die deutschen Saboteure sprengen da irgendwas, weil da gab es im Ersten Weltkrieg schon eine Riesenexplosion
wo man gedacht hat, oh Gott. Wo ist er? Der ist in Kanada oder in Kanada? In den USA? Halifax. In Kanada. Okay. Gab's doch sogar in den Englischbüchern. Hast du früher nicht deine Aufgaben gemacht oder was? Ich hab ich noch nie gehört. Wir waren in derselben Stufe, Timon, das musst du gehört haben. Wir hatten dieselben Bücher. Wie, sie kennen jede kanadische Stadt auswendig aus dem Englischen. Nee, ich weiß nicht. Halifax war früher richtig in unseren Englischbüchern. Das war wirklich so eine zentrale Stadt. Also. Interessant. Ja, genau. Okay. Weil es halt ein relativ großer Hafen war, wo sich diese Geleitzüge auch gesammelt haben, die man dann über den Atlantik gebracht hat. Also, es war doch so, dass diese Rüstungsboote dann von der USA zumindest, also die Rüstungsboote von der USA zumindest angegriffen wurden von den Deutschen, oder? Also das war dann so, sozusagen, es ist dann immer mehr gekippt. Die Amis haben dann zum Beispiel gesagt, okay, wir sind nicht im Krieg, aber wir definieren jetzt, sage ich mal, die Zone, wo wir mit unserer Marine patrouillieren und wo wir sagen, da haben die Deutschen nichts zu suchen. Sehr verkürzt gesprochen, haben wir weiter ausgedehnt. Und das hat natürlich die Briten auch entlastet. Und erst als die Amerikaner 1941 eben nach Pearl Harbor eingetreten sind, dann haben die Deutschen quasi mit, ich glaube, das war die Operation Paukenschlag, wo man dann vor der US-Küste sehr viele Boote versenkt hat, weil irgendwie die Amerikaner dann trotzdem nicht damit gerechnet haben, dass die Deutschen da so schnell mit ihren U-Booten präsent sind. Da hat man dann sehr viele Boote versenkt. Genau. Aber so hat man... Okay, weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum wurden dann die Kanadier nicht auch angegriffen, wenn die auch Rüstungsteile geliefert haben? Also die wurden schon auch, also die waren ja Teil des Empires und... Ach so, und insofern war da sowieso... Okay. Also die waren, okay. Also das ist ja heutzutage, kann man sich das nicht mehr vorstellen, dass man sagt, oh, die Kanada ist ja für uns ein unabhängiges Land, die haben ja mit den Briten ja gut die gleiche Sprache. Aber damals war das halt noch Teil eines Empires, sage ich mal. Ja. Okay, und dann ist letzten Endes, wurden wir Hallo? Seid ihr noch da? Ja. Okay, ich habe kurz nichts gehört, Entschuldigung. Dann wurden die da überrannt und letzten Endes, du meintest, Belgien hat kapituliert. Genau. Und Frankreich hat ja letzten Endes auch kapituliert, ne? Genau. Was auch ein entscheidender Wendepunkt war. Mhm. Genau. Wo viele sagen, dass das wahrscheinlich sogar zu früh passiert wäre, ne? Also das ist bis heute natürlich auch so Gegenstand der französischen Politik. Dass es nach dem Krieg gab es dann viele Stimmen, die gesagt haben, ja, also wir waren ja alle noch kampfbereit und wir hätten ja noch weiterkämpfen wollen. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn man hinterher zu den Siegern gehen hören wollte, dann behauptet man das natürlich. Es war damals halt auch in der damaligen französischen Politik höchst umstritten, wie man weitermacht. Es gab Stimmen, die gesagt haben, wir müssen weiterkämpfen. Es gab Stimmen, die gesagt haben, das ist komplette Schlechterei, weil wir einfach, nachdem halt da auch sehr viele Franzosen gefangen genommen wurden mit diesem Sichelschnitt oder im Nordfrankreich, so ungefähr, das ist sinnlos, weil die Deutschen sind uns überlegen und wir lassen da quasi nur unsere Leute abschlachten. Beziehungsweise es gab auch genügend französische Politiker, die eigentlich gesagt haben, ja, das, was die Deutschen da betreiben mit ihrem Nazisystem, das ist eigentlich das überlegenere, das bessere System. Und dann besser halten wir uns mal an die. Weil natürlich das damalige die Dritte Republik in Frankreich auch ein sehr instabiles politisches System war. Also die ganze Zeit seines Bestehens. Und viele haben halt gesagt, dieses ineffiziente System, vielleicht ist es besser, sich an dieses Nazisystem halt anzupassen. Das scheint ja überlegen zu sein. Weißt du ungefähr, wie viele davon dafür waren? Auf der Seite standen? Ja. Also, ja? Also man muss sagen, genügend. Also es war nach der Kapitulation oder quasi mit der Kapitulation, Frankreich hat quasi diesen Beschluss ja auch im Parlament gefasst, hat mit Marschall Pétain, das war so ein Kriegsheld aus dem Ersten Weltkrieg, einen offiziellen Ministerpräsidenten gewählt. Also der war demokratisch legitimiert und der hat dann vor den Deutschen kapituliert und dann auch mit denen kollaboriert. Die Zahlen selber kann ich jetzt auswendig nicht sagen, weil es tatsächlich in der französischen Geschichtsschreibung relativ lang ignoriert wurde, weil es natürlich ein ziemlich peinliches Kapitel für die auch war. Aber es hat, wie gesagt, gereicht, um zum Beispiel sowas wie die Judenverfolgung gab es auch in Frankreich. Und das wurde durch französische Stellen eben auch organisiert. Das war lange Zeit ein Tabu. Also erst so seit Ende der 90er beschäftigt man sich überhaupt mit diesem Kapitel in Frankreich selber, weil vorher war halt, ja, wir waren ja gefühlt alle in der Resistance und haben gegen deutschen Widerstand geleistet. Aber das war tatsächlich am Anfang nur eine kleine Minderheit. Also da hat man eher gesagt, dieser Charles de Gaulle, dieser General, der da in Britannien hockt und zum Widerstand aufruft, wer ist der Kerl überhaupt? Mhm. Also
so ungefähr das war am Anfang, war sage ich mal, dieses freie Frankreich oder die Widerständler. Nach der Kapitulation war das erstmal eine Minderheit, weil ja die demokratisch legitimierte Regierung hat ja kapituliert. Also das war ja das eigene offizielle Frankreich, sage ich mal. Diese Widerständler waren ja eigentlich Verräter, sage ich mal, weil sie ja quasi sich dem offiziellen Frankreich widersetzt haben in dieser Leseart. Okay, da höre ich aber schon ein bisschen raus. Ankerpunkt Kapitulation Frankreich. Wäre wahrscheinlich nicht groß anders ausgegangen, wenn Frankreich ja später kapituliert hätte. Ja, man muss schon sagen, wie gesagt, es wäre wahrscheinlich, wenn sie später kapituliert hätten, hätte es vielleicht für die Briten ein bisschen mehr gebracht, weil die Deutschen dann im August, September haben die ja versucht, die Luftherrschaft über die britischen Inseln zu erreichen, um dann eine Invasion zu wagen. Wenn ich jetzt natürlich sage, die Schlacht um Frankreich, nenne ich es mal, die ist ja dann im Juni zu Ende gegangen. Frankreich kämpft vielleicht noch ein bisschen länger. Dann muss ich, irgendwann ist sozusagen auch wettertechnisch schwierig, dann im Winter oder im Herbst über den Ärmelkanal überzusetzen. Ja. Sprich, also quasi es hätte für die Briten natürlich die Sache vereinfacht. Ganz anders ausgegangen wäre es natürlich, wenn Frankreich überhaupt nicht kapituliert hätte, sondern man hätte gesagt, man zieht sich, das war auch der Vorschlag, den Vorschlag gab es, der ist halt nicht durchgegangen in der französischen Regierung, dass man sich nach Algerien zurückzieht. Das war ja damals auch fester Bestandteil des Mutterlands, das waren französische Departements. Und man sagt, man zieht sich dahin halt zurück, da kommen die Deutschen so schnell nicht dran und leistet von da aus halt Widerstand. Und das wäre, okay, das wäre so möglich gewesen, dass man sich da einfach quasi zurückzieht in das Land, auch mit der Bevölkerung? Also man hätte das ähnliche Dilemma gehabt wie die Briten mit der Operation Dynamo, so ungefähr. Ich kann natürlich nicht meine komplette Armee retten, ich kann natürlich die Hauptteil meiner Bevölkerung hat trotzdem, sage ich mal, glücklich gesprochen, die Arschkarte gezogen. Aber man hätte Teile gehabt, die man relativ simpel rüberbringt. Das wären eben zum Beispiel die Flotte gewesen, die relativ sehr stark gewesen ist, mit mehreren Schlachtschiffen. Deswegen haben die Briten die dann ja auch relativ schnell versenkt, weil sie einfach Angst hatten, wenn diese Flotte auf Seiten der Deutschen eingreift, dann ist es mit der britischen Seeherrschaft vorbei. Aber wenn man sagt, diese Flotte bleibt halt bei den Alliierten, dann hätte man zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, dass die Italiener, die ja geografisch im Mittelmeer ein bisschen im Vorteil sind, dass die dann einfach Schwierigkeiten bekommen hätten. Weil das war dann auch so ein Punkt, den die Briten lange gehabt haben. So ungefähr, wir haben zwar die größte Flotte der Welt, aber die ist einfach überdehnt, weil im Mittelmeer auf einmal die Franzosen als Verbündete wegfallen. Und da haben wir es mit den Italienern zu tun, die auch eine relativ große Flotte haben. Und so ungefähr, die natürlich nur im Mittelmeer sitzt und die uns einfach nur massivst Ärger bereiten kann. Und das wäre natürlich ein Part gewesen, wo ich sage, wenn die französische Flotte das übernimmt, haben die Briten auch wiederum die Vorteile, sie können sich auf andere Kriegsschauplätze konzentrieren. Plus man muss ja sagen, die Franzosen hatten ja damals auch ein enorm großes Kolonialreich, das so halb Nordafrika umfasst, damals noch Vietnam zum Beispiel mit dabei. Das sind alles noch Teile, in denen du dann weiterhin Ressourcen hast, die du halt für den Krieg rekrutieren kannst. Zudem war es ja auch psychologisch ein riesiges Problem, diese schnelle Aufgabe, diese schnelle Kapitulation Frankreichs, die Bilder auch, die zur Propaganda in Deutschland genutzt wurden, von Deutschland, was da in Paris selber einmarschiert, das war ja auch ein riesiges Propagandamittel von Hitler damals, was natürlich dann ja auch die deutschen Truppen nochmal gestärkt hatte in ihrer Entschlossenheit, ne? Andere Länder eingeschüchtert hat. Genau, also man hat ja nie damit gerechnet, dass man Frankreich galt als die größte Militärmacht des Kontinents und dass man die quasi in, ich glaube, 8 Wochen höchstens geschlagen hat, hat ja keiner geglaubt. Mhm. Ich glaube, es gibt auch Untersuchungen zur Beliebtheit des Regimes von Hitler, dass das natürlich dann bei Kriegsbeginn erstmal ein bisschen runtergegangen ist, weil die Leute Angst hatten. So ungefähr endet es so wie im Ersten Weltkrieg und erst als man Frankreich geschlagen hat, war er auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Und die Zustimmung der Bevölkerung ist ja auch enorm wichtig in so einem Krieg. Also genau, und das war ja auch die große Angst der Nazis, so dass sich sowas wie im Ersten Weltkrieg 1918 wiederholt, dass die Bevölkerung einfach nicht mehr mitzieht, nenne ich es mal, und dass es dann zum Aufstand kommt, weil die Leute, kurz gesagt, die Schnauze voll haben oder also den Krieg halt nicht mehr wollen. Das zieht sich schon lange, also bei den Nazis lange Zeit durch, dass die dann immer versucht haben, mit
einerseits mit Repressionen natürlich sehr stark, aber eben auch mit Propaganda oder mit, die haben deswegen auch halb Europa ausgeplündert, einfach weil sie Angst hatten, wenn in Deutschland eine Hungersnot ausbricht, dann passiert sowas wie 1918. Und das wollten die natürlich um jeden Preis vermeiden. Und da ist natürlich so ein Propagandaerfolg enorm wichtig, dass man sagt, man hat den Generz- und Erbfeind, hat man quasi auf die Matte gelegt. Und genau, also das war für die natürlich propagandistisch 1A. Ist total wahnsinnig, was die Propagandamaschine der Nationalsozialisten damals auf die Beine gestellt hat. Also ich erinnere mich an Bilder von zum Beispiel Kampfschwimmertruppen, die ja über den ganzen Krieg hinweg eigentlich ein reines Problem waren, also die eigentlich nie was geschafft haben. Ich glaube, es gibt eine Aktion, wo sie eine Brücke gesprengt haben, die am Ende nicht wichtig war. Aber es wurde immer so rausgestellt, jeder Misserfolg, jede Blamage, die auch nur passiert ist, wurde von der Propaganda Hitlers als größter Erfolg dargestellt, als eine Legende. Also es ist schon irre. Ich glaube, genau, das ist einen großen Teil auch zum Erfolg beigetragen hat. Genau, also wie gesagt, und gerade deswegen war eben Frankreich dann natürlich, es war einerseits für die Westalliierten war es natürlich richtig, sage ich mal, weil es stand ja nur noch Großbritannien mit seinen Kolonien dahinter, aber auch die waren jetzt nicht so, dass man sagt, oh, man hat ein riesiges Empire, das da einfach liefert. In Indien gab es enorme Probleme mit Nationalisten und sonstigen. Also, dass man jetzt sagen könnte, okay, die halten das schon irgendwie alleine aus. Das war natürlich auf der anderen Seite auch schon schwieriger. Es gibt ja den Film Casablanca, ich weiß nicht, ob man den kennt, das ist so ein ja. Schwarz-Weiß-Klassiker und der ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen propagandistisch angehaucht, weil er noch vor dem Eintritt der Amis spielt und da merkt man schon, wie immer so dieser Versuch ist, wir hier, die Briten sind zwar die Letzten, aber wir unterstützen auch in Europa den Widerstand, also wie immer so diese Botschaft, wir sind nicht alleine, sozusagen. Wisst ihr eigentlich, wie weit Propaganda auch in die besetzten Länder dann getragen wurde? Also jetzt, wo ihr gerade schon drüber redet? Nee. Also selber habe ich jetzt darüber jetzt nicht nachgeforscht, aber natürlich gab es diese Propaganda dann in allen besetzten Ländern. Das war gerade, wenn man sich zum Beispiel die SS anschaut, die haben ja in allen besetzten Ländern haben die versucht, eigene Divisionen aufzustellen und die findest die tatsächlich, also es ist jetzt natürlich, muss man sich immer die Frage stellen, wie viel waren das von der Gesamtbevölkerung? Aber die haben natürlich überall Propaganda auch betrieben. Also um dann Leute zu rekrutieren, also als die UdSSR angegriffen haben in Montenegro in Barbarossa, da war das nicht nur die deutsche Wehrmacht, die da angetreten ist, sondern es gab zum Beispiel eine blaue Division von Spanien, die offiziell neutral waren. Aber es gab auch enorm viele Hilfstruppen, nenne ich sie jetzt mal, die dann zum Beispiel von den Italienern waren oder von den Rumänen. Und nach sind da tatsächlich auch viele Franzosen aufgetaucht. Also es gibt die Frage, inwieweit das jetzt übertrieben ist, aber es gab auch den Spruch, die Letzten, die den Reichsbunker oder die Reichskanzlei 1945 verteidigt waren, das waren französische SS-Männer. Das waren dann die Leute, die dann bis zum Schluss quasi ausgehalten haben, weil sie gewusst haben, ja, in unseren Heimatländern ist eh nichts mehr zu holen für uns. Aber quasi, dass man eben sieht, wie stark da auch die Propaganda gewirkt hat. Oder sage ich mal, dieses auch das mit der französischen Kapitulation, wo viele gedacht haben, naja, vielleicht ist dieses Nazi-System wirklich das überlegene System. Und was Propaganda angeht, wurde auch extrem viel von den Nationalsozialisten vor Kriegsbeginn auch gemacht. Also zum Beispiel gibt es viele Berichte von amerikanischen Journalisten, die zum Beispiel Urlaub in Deutschland machen und Deutschland als ein herrliches Land, als ein erfrischendes Land bezeichnen, weil man da super Sommerurlaub machen konnte, die Leute seien alle so nett, die Infrastruktur sei so hammermäßig ausgebaut und obwohl es da schon Warnungen gab, was sich in Deutschland so abspielen könnte in der Zukunft, waren da viele Journalisten dann eher doch positiv in den Nachberichten gestimmt, weil die so gut behandelt wurden von der deutschen Regierung und dem Staat und so konnte man dann quasi weniger ahnen. Also es ist im Vorfeld auch schon einiges passiert, das ist ganz interessant. Also Deutschland hatte eine wirkliche, ich sag mal, Blütezeit vor Kriegsbeginn, da wurde wirklich viel gemacht und wurde als ein sehr schönes Land bezeichnet. Genau, das ist natürlich so, ich glaube, mit einer ersten Schritte, die Nazis gemacht haben, als sie 1933 an die Macht gekommen, war eben dieses Ministerium, ich glaube, für Volksaufklärung und Propaganda zu bilden, einfach um die Leute in Permanenz mit, die haben schon genau gewusst,
was sie da tun. Also das ist, die haben dann auch, ich meine, diese Autobahnengeschichte, die war natürlich, also komplett sinnfrei. Also weil kaum jemand ein Auto hatte zur damaligen Zeit. Jetzt ist irgendwie die Kamera weg. Aber sprich einfach weiter. Okay, sprich einfach weiter. Genau, und quasi das Militär hat auch gesagt, wir brauchen keine Autobahnen, wir transportieren unser ganzes Zeug eh über die Eisenbahn. Also eigentlich niemand hat diese Autobahnen brauchen können. Und die da gearbeitet haben, das waren quasi auch, also unter übelsten Bedingungen, das waren jetzt auch nicht so viele, dass es einen enormen Effekt auf die Arbeitslosenzahlen hatte, aber es wurde ja propagandistisch so ausgeschlachtet, dass du auch lange nach Krieg war quasi der Spruch, naja, es war ja eben Nationalsozialismus, nicht alles schlecht, zum Beispiel die Autobahnen. Wenigstens hat er quasi die Autobahnen gebaut. Wollte gerade sagen, weil ich wusste das gar nicht so, dass damals sie quasi gar nicht richtig genutzt werden konnten, weil für mich ist Autobahn so eines der Sachen, die dann doch als Positives quasi aus der Zeit hervorging. Mir war nicht klar, dass das zu der Zeit gar nicht so viel gebracht hat. War halt genau, also ich meine, wenn du 12 Jahre lang mit Propaganda beschallt wirst, das bist du, also ja. Irgendwann glaubst du es und musst ja auch sagen, es ist zur damaligen Zeit, hatte man ja nicht die Zugriffsmöglichkeiten von heute, wo man sagt, es ist eher das Problem, wie kann ich aus der Vielzahl der Informationen was rausfiltern für mich, sondern man hatte einfach auch nicht so viele Informationskanäle. Man hatte die Zeitung, okay, alles schon kontrolliert durch die Nazis, man hat das Radio, das war ja deren Volksempfänger, wo sie sich genau darauf gestützt haben, weil sie gesagt haben, damit erreichen wir alle. Fernsehen ja. Hatte so gut wie keiner. Kino ist sowieso auch unter Kontrolle. Ja. Und Internet gab es ja sowieso schon erstmal lange nicht. Ja. Also im Endeffekt wirst du, wenn du nicht gerade in deinem privaten Umfeld andere Informationskanäle hast, bist du einfach komplett von dieser Propaganda beschallt worden. Beziehungsweise wenn du jetzt nicht gerade an so einer Autobahn wohnst oder in der Nähe, um dir das anzuschauen, dann hast du ja auch keine Ahnung davon, ja, was läuft denn da eigentlich in Wirklichkeit ab? Ja, guck mal, interessant. Den Teil wusste ich nicht. Wie ist das dann gekommen? Als nächsten Punkt habe ich hier aufgeschrieben Operation Overlord. Das ist ja, glaube ich, quasi angefangen hat es ja mit dem D-Day. Das genau. Ist vielleicht das Schlüsselwort, unter ja. Was ich das eher kenne. Operation Overlord hatte ich so tatsächlich noch nicht gehört. Mhm. Aber D-Day kennt ja fast jeder. Gibt es ja auch einen schönen Film mit Tom Hanks dazu. Ja. Welcher? Der Soldat James Ryan, ja, ist das? Genau. Ah, guck mal, den habe ich nicht geguckt, aber okay, muss ich mal vielleicht mal machen. da sind die Amerikaner dann in die Normandie, ne? Genau, das richtig? Genau. Das ist so ein beliebter Ankerpunkt für so viele Romane, sage ich mal, in dem Bereich, weil sie gesagt haben, das ist natürlich so die typische Heldengeschichte, so die jungen Amerikaner und Briten, die da gegen den Strand anrennen. Und wo ja. Man sich vorher auch bei den Planern der Invasion nicht sicher war, klappt das denn überhaupt? Weil auch sowas hatte man in der Massivität vorher einfach noch nie probiert gemacht. Also es gab 1942, glaube ich, gab es mal so einen Versuch, in so einer nordfranzösischen Stadt mal anzulanden, wo man einfach nur gesagt hat, man testet überhaupt mal, was brauche ich überhaupt? Also wie läuft sowas überhaupt, so eine Invasion? Das ist krachend gescheitert, weil man einfach so viele Sachen nicht bedacht hatte, die da passiert. Also es war eine totale Katastrophe, außer für die deutsche Propaganda. Und das hatte man natürlich im Blick, wo man dann gesagt hat, naja gut, wenn diese Deutschen da vorbereitet sind, dann endet das ja. In einem Blutbad. Und man ja. Hat, also in den Filmen wird ja immer, ich glaube, Omaha Beach gezeigt. Das ist so ein Strandabschnitt, wo es ja wirklich blutig war, weil da sehr starke deutsche Befestigungen waren. Und wo es auch ja. Wirklich lang gedauert hat, bis die Amis sich am Strand festgesetzt hatten und dann sich hochgearbeitet haben. Aber quasi bei den anderen Abschnitten lief das relativ gut, weil eben da die Befestigung nicht so stark war. Aber das ist natürlich immer so dieses, man wusste es ja vorher nicht. Es gibt tatsächlich vom General Eisenhower, der Oberbefehlshaber der ganzen Truppen war, der hat ja auch ein Rücktrittsschreiben schon aufgesetzt, so was passiert, wenn diese Invasion scheitert, hatte der schon seine Rücktrittsrede geschrieben. Also man hatte das im Hinterkopf, dass das auch scheitern konnte, weil es auch sehr stark darauf basiert hat, dass man sehr viele Täuschungsmanöver veranstaltet hat. Also man hat eine ganze Armeegruppe bei Dover erfunden sozusagen, um den Deutschen glauben zu lassen, ja, wieder an dieser Stelle, wo es relativ eng ist, wo es ja eigentlich am praktischsten wäre, rüberzukommen, dass da die Invasion stattfindet und dass da natürlich jede Truppe, ja. Die da gebunden ist von den Deutschen, die kann in der Normandie nicht angreifen. Beziehungsweise man hat ja auch
Auch die Normandie ist jetzt nicht so ideal als Invasionspunkt, weil man gesagt hat, es ist relativ weit weg von den großen Häfen, die man braucht, um dann die Truppen zu versorgen. Also man muss quasi erstmal da anlanden, muss sich da festsetzen, muss dann da ausbrechen und dann irgendwie schauen, dass man den großen Hafen erobert. Und es gibt diese Landschaft in der Normandie, ich weiß jetzt nicht, also es gibt eine spezielle Bezeichnung dafür. Das ist wohl also es sind irgendwie sehr viele Hecken, sehr viele Wälder, sehr kleinteilig, sage ich mal, für einen Verteidiger, der sich da irgendwo versteckt und festsetzt, ist es ideal eigentlich. Und das war natürlich auch was, wo man gesagt hat, man hat am Vorjahr hat man ja Fallschirmtruppen runtergelassen, die dann Brücken erobern sollten oder eben verhindern sollten, dass die Deutschen da jetzt irgendwie eine gezielte Verteidigung aufbauen. Die schickt man in dieses Gebiet mit rein. Also das war für die schon ein enormes Risiko, aus deren Sicht das einzugehen. Weil man also die Fallschirmtruppen war davor, oder wie? Also man hat in der Nacht hat man schon angefangen, diese Fallschirmtruppen abzusetzen, um eben den Überraschungseffekt zu nutzen, um dann halt Brücken im Hinterland zu sichern, dass die Deutschen die nicht sprengen oder über diese Wege dann Nachschub ranschaffen, um halt quasi strategisch wichtige Punkte einzunehmen. Das ist auch in totalem Chaos abgelaufen. Also so ungefähr, die sind halt über die ganze Normandie verteilt worden, weil man damals auch nicht die Möglichkeiten hatte, das so genau zu navigieren. Also man vergisst heutzutage halt, in der Nachschau sagt man, ja, das hat ja geklappt und das war ja klar, wenn die damit 100.000 Mann und riesenmaterielle Überlegenheit und Luftüberlegenheit rüberkommen. So unglaublich. Dann konnte das ja nur gewinnen, aber man vergisst halt einfach, was für viele Unabwägbarkeiten, Friktionen heißt, das gibt sogar in der Militärgeschichte diesen Begriff, so diese Unabwägbarkeiten, die du einfach nicht einplanen kannst und die dir halt, die dir auch so eine Schlacht kosten können. Ja. Und das war bei denen halt schon auch ein bisschen mit eingeplant, weil man halt nicht wusste, wie gut wissen die Deutschen Bescheid, wie reagieren die, wie gut läuft es für unsere Truppen, wie gut verteilen sich zum Beispiel die Fallschirme, schaffen die es trotzdem, diese Punkte einzunehmen, schaffen wir es dann, auch wenn die Deutschen gecheckt haben, oh okay, wenn da 100.000 Amis am Strand sitzen, dann wird das wohl wirklich die Invasion sein und dann wird sie wohl nicht bei Dover stattfinden. So quasi schaffen wir es dann trotzdem, da auszubrechen und den großen Hafen einzunehmen. Da haben sie echt auch lang gebraucht, weil eben das Gelände die Deutschen so favorisiert hat. Ich meine, als sie dann ausgebrochen waren, war Schicht für die Deutschen, aber davor war das wirklich so spitz auf Knopf, sage ich mal. Oder quasi nicht so, oh ja, die marschieren da locker flockig mal durch. Das Ding ist, wenn man kennt ja diese Bilder, ich weiß nicht, den Film jetzt habe ich nicht gesehen, aber ich habe wahrscheinlich Ausschnitte gesehen, so diese Bilder, wo die Unmengen von Menschen aus den Booten rausrennen. Mhm. Und ich kann das gar nicht einschätzen natürlich, aber ich finde das eine sehr, ich weiß nicht, als Strategie einfach so nach vorne rennen und da sind keine Möglichkeiten, sich jetzt irgendwie erstmal, also die Deutschen sind ja in den Bunkern und die Amis rennen da einfach aus den Booten raus und sind ja quasi eigentlich Kanonenfutter, einfach nur die Menge macht's irgendwie. Mhm. Hat ja funktioniert, aber irgendwie wirkt das nicht auf mich so wie die schlauste Strategie, oder? Also man hat schon vorher sich Gedanken drüber gemacht. Man hat ja auch eine enorme, riesige Flotte konzentriert, um da diese Bunker zu beschießen. Das war zum Beispiel eben was dann halt schiefgelaufen ist. Dass man das, damals hatte man ja auch, wie gesagt, nicht die technischen Möglichkeiten, wie jetzt heutzutage, dass man da mit GPS oder mit Satelliten das millimetergenau irgendwo weiß, wo schlägt das jetzt ein, sondern man hat halt quasi sich meines Wissens eingeschossen, hat halt quasi geschaut, wir schießen eine Salve und dann schauen wir mal, wo die landet und dann nähern wir uns an. Aber quasi auch natürlich konnte man jetzt auch nicht einfach so machen, weil wenn die eigenen Truppen gerade zum Strand abgeschippert werden, dann kann ich natürlich auch nicht, ach, wir probieren mal und hoppala, also wir haben die eigenen Leute getroffen. Also ging dann auch nicht, da hat es eben nicht funktioniert. Also wobei man sagen muss, das sind immer diese Bilder von Omaha Beach, wo man die stärksten Befestigungen von den Deutschen hatte, wo die auch irgendwie sehr recht schnell gecheckt haben, was los ist. Und an den anderen Stränden gab es zwar auch Kämpfe, aber nicht so blutig. Also da muss man dann sagen, da hat man entweder die deutschen Verteidiger ziemlich, wie sagt man, überrascht, oder die hatten da nicht diese starke Befestigung, dass man sagen könnte, so ungefähr, wie können die so blöd sein und quasi direkt vor dem Bunker mit seinem MG da die Klappe aufmachen und die Leute reinrennen lassen. Das war tatsächlich meines Wissens nur auf Omaha Beach so, also in dieser
Krassheit, sage ich mal, der Fall. Ja. Und was wäre da dein Ankerpunkt? Also dein Was wäre wenn? Also tatsächlich, wie gesagt, es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass diese Invasion gescheitert wäre. Dass man sagt, es gab dann zu viele Unabwägbarkeiten, was weiß ich, die Fallschirmjäger im Hinterland kriegen das nicht gebacken, dann läuft der deutsche Nachschub irgendwie gut. Dass man dann sagt, okay, was wäre denn dann gewesen? Also es gab auch Überlegungen, naja gut, was nutzt das eine, wenn man dann an den Stränden anlanden kann? Man kommt aber nicht ins Hinterland. Dann sind das ja auch nur Zielscheiben, die da an den Stränden hocken. Und dann quasi, wie schafft man, also es gab da natürlich auch Pläne, wie schafft man die dann auch wieder zurück? Also auch das hätte passieren können und dann wäre natürlich, sagen wir, also man muss natürlich sagen, das ist, wie gesagt, bei den Amis so ein beliebtes Motiv, weil man dann nochmal diese, oh, wir waren ja damals die großen Helden, die da eben heldenhaft am Strand rausgegangen sind und Europa von Hitler befreit haben. Ja. Die Frage wäre natürlich gewesen, wann hätte man dann wieder eine Invasion starten können? Wahrscheinlich dann erst ein Jahr später und dann wären wahrscheinlich eher wäre die Rote Armee wahrscheinlich am Rhein gestanden bis dahin oder sowas. Ein Jahr später? Warum so lang? Also meines Wissens war es tatsächlich so, dass man gewisse Wetterverhältnisse gebraucht hat. Wenn da natürlich Sturm auf dem Ärmelkanal ist, dann hast du da keine Chance mit den damaligen Landungsbooten. Oder andere Möglichkeit zur Invasion gibt es nicht? Oder? Also man, es wäre natürlich die nächste Möglichkeit gewesen. Man hat tatsächlich, gut, dass du es jetzt sagst, es gab auch schon Pläne für eine Invasion in Südfrankreich. Also Operation Dragoon, glaube ich, hieß die. Okay. Also man wollte das ursprünglich, wollte man das sehr stark synchronisieren, dass man sagt, so ungefähr, man packt die Deutschen halt in Frankreich an beiden Flanken. Die hat dann aber, glaube ich... Was gleichzeitig passiert. Also das war der ursprüngliche Plan, hat aber nicht funktioniert, weil man einfach nicht genügend Materialien hatte. Und das ist dann im August hat das stattgefunden. Das wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, dass man sagt, okay, dann probiert man es halt im August. Die Frage wäre natürlich, wenn schon diese große Invasion im Juni scheitert, ob man sich dann traut, mit einer doch relativ bescheideneren Armee, also die war, glaube ich, nicht so riesig, wie jetzt die in der Normandie angelandet ist, ob man sich das dann traut, in Südfrankreich zu landen. Aber da war tatsächlich, das war schon in Vorbereitung, weil zu der Zeit die Alliierten schon in Italien quasi bis kurz vor Rom vorgerückt waren. Also man hatte dann schon Sizilien eingenommen, meines Wissens auch schon Sardinien und Korsika und konnte von da aus natürlich auch Südfrankreich angreifen. Aber die Frage ist eben, wenn man da nicht so diese Truppenkonzentration hatte, in der Massivität, ob man dann das wirklich im August dann gewagt hätte. Gerade noch mit dem Hintergrund, oh scheiße, ist es ja im Juni erst schon massivst schiefgelaufen, sage ich mal. Ja. Also wir fassen zusammen, was auf jeden Fall feststeht, ist, dass wahrscheinlich Eisenhower zurückgetreten wäre. Ne? Wenn das schon vor sein... Wie gesagt, der hatte das schon in der Vorbereitung. Ja. Und dann wäre eben die Frage gewesen, wie gesagt, an der... Dann wie sich das Ganze dann an der Ostfront gestaltet hätte, weil dann quasi die russische Armee oder die Rote Armee hätte dann natürlich, ich meine, da ging es ja damals auch schon darum, wer besetzt welches Land schneller als die anderen, weil derjenige bestimmt dann natürlich auch faktisch die Nachkriegspolitik des Ganzen. Ja. Gut, dann, wir haben so ein bisschen Frankreich abgedeckt. Jetzt geht's zum Thema der Sowjetunion und da haben wir als erstes den Hitler-Stalin-Pakt. Da geht's natürlich darum, dass Hitler und Stalin gemeinsam einen Pakt gemacht hatten, dass Stalin nicht mit den sowjetischen Truppen Polen schützt, sondern Hitler quasi Polen einnehmen lässt, wenn ich richtig bin. Mhm. Quasi, ist das gut erklärt? Okay. Dass man quasi sagt, man hat freie Bahn, weil man nicht fürchten muss, man hat den Zwei-Fronten-Krieg auf jeden Fall. Das ist natürlich, sage ich mal, was, wo man sagt, das sind eigentlich ideologische Todfeinde, die sich da verbündet haben. Also da gibt es, glaube ich, auch eine Karikatur von der damaligen Zeit, wo sich Hitler und Stalin die Hand geben und dann so rezitieren, ah ja, hier der Schlechter der internationalen Arbeiterklasse, ah ja, und hier der bolschewistische Todfeind mit Vergnügen, ja, dann so ungefähr. Also das war eigentlich für die damalige Zeit, da ging es vor Kriegsbeginn ziemlich in den diplomatischen Kanälen rund, weil natürlich die Westmächte haben versucht, die Sowjets ins Boot zu holen, dass man eben Druck auf die Deutschen ausübt, so ungefähr, wenn ihr Polen angreift, dann erklären wir euch den Krieg und die Russen auch noch, dann habt ihr wieder euren Zwei-Fronten-Krieg und den wollt ihr ja nicht, also lasst es gefälligst. Und es war, glaube ich, auch für die Deutschen relativ überraschend, dass die Sowjets dieses Verhandlungsangebot gemacht haben.
Und quasi, das kam von Stalin aus. Also man hat natürlich immer wieder verhandelt und es war für die Deutschen dann überraschend, als die Sowjets auch immer gesagt haben, ja gut, lass uns doch mal reden. Also, dass man das quasi nicht von vornherein abgelehnt hatte, weil man ja eigentlich ideologische Todfeinde war. Also, ja. Und das ist quasi... Du hattest mir das versucht vorhin zu erklären. Was hat denn Stalin nochmal davon gehabt? Also warum haben die Sowjets denn das überhaupt gemacht, den Pass? Also wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es so gewesen, dass der Außenpolitiker damals der Sowjetunion Molotow, zusammen, ja, genau, sich mit Hitler getroffen hatte, beziehungsweise die miteinander kommuniziert hatten, und dann zu dem Entschluss gekommen sind in Anwesenheit von Stalin, dass halt Deutschland in Ruhe gelassen wird, wenn die Polen angreifen, womit das ermöglicht wurde, und denen dann große Teile Polens zugesagt werden würden. Und dafür würde Stalin so die Staaten Litauen, ich weiß nicht, was war das noch, Belgien und sowas überlassen. Estland, Lettland, Litauen. Estland, Lettland, Litauen, genau, die würden denen überlassen. Genau. Und damit hatte Stalin ja auch irgendwas davon, weil damals war ja jeder dafür bedacht, irgendwie so viel Land wie möglich, so viel Macht wie möglich, also es ist schon krank. Ja, damit haben sie sich ein bisschen am Ende ins Bein selber geschossen, weil, wie wir wissen, wurde die Sowjetunion dann ja auch nicht verschont, am Ende. Und da wollten die ja auch am Ende da den Kommunismus ausradieren. Genau, also man krass, Deutschland kriegt Polen und Russland kriegt noch andere Länder quasi. Also dafür. Man hat im Endeffekt halt, sag ich mal, die Sowjetunion, also Stalin war jetzt kein Hardcore-Ideologe, der war einfach nur ein paranoider Arsch, wenn man es jetzt mal sehr verkürzt sagen muss. Und der war natürlich auch komplett egoistisch aufgelegt. Er hat gesagt, wer bietet halt, also was bringt mir als Sowjetunion, als Großmacht einfach am meisten? Okay, die Westmächte können wir jetzt irgendwie nicht viel bieten, weil die sind mit Polen verbündet. Die können jetzt nicht ihren Verbündeten einfach sagen, ja, gib halt mal Territorien ab. Und der Hitler hat sie dann natürlich leichter getan. Man hat gesagt, okay, man teilt halt Osteuropa in Einflusssphären aus und man hat sich da durchaus, also ursprünglich sollte zum Beispiel Litauen auch zur deutschen Einflusssphäre gehören. Das hat man dann noch abgegeben, einfach um den Russen entgegenzukommen. Und man hat dann zum Beispiel. Darf ich ganz kurz fragen, was haben denn die Länder, ja, Lettland und so, was war deren Aussage dazu? Wie fanden die das? Oder die hatten da nichts mitzureden. Also die hatten einfach gar nichts mitzureden, die sind richtig, so kleine Länder, das ist. Die waren im Prinzip natürlich die Verlierer dieses Spiels. Weil sie einfach zu klein waren und so ungefähr, wenn keine andere Großmacht, also lange Zeit haben sich, glaube ich, die Litauer sehr stark versucht, so ein bisschen an die Deutschen anzulehnen, um halt vor den Russen sicher zu sein. Aber nachdem die sich natürlich geeinigt waren, waren diese Länder halt verloren im Endeffekt. Also die hatten keine Chance. Dafür waren sie zu klein und dann hieß es halt, hat sich Stalin halt Stück für Stück einkassiert. Genauso wie der hat sich dann auch ein Stückchen von Rumänien, also vom damaligen Rumänien, gekrallt. Das, was heute, glaube ich, Moldawien ist, weil einfach Rumänien keine Chance hatte. Und die Deutschen halt, die sonst halt immer die Großmacht waren in Mitteleuropa, wo man sagt, okay, dann lehnen wir uns halt an die an, weil die können die Sowjets nicht ausstehen, haben die sich ja quasi mit denen geeinigt. Also das war dann halt für die mittleren oder kleineren Länder, war das halt einfach scheiße. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Hitler-Stalin-Pakt, was wäre, wenn der nicht stattgefunden hätte? Wäre vielleicht so, dass Stalin dennoch einzelne Länder eingenommen hätte? Also vielleicht sogar Polen selber versucht hätte einzunehmen? Oder? Also es ist die Frage, ob der dann... Also ich glaube, der war so einer, der hätte dann durchaus einfach zugeschaut, wie sich halt Polen und Deutschland zerfleischen, weil da hat auch niemand damit gerechnet, also selbst die deutschen Militärs nicht, dass die da in 4 Wochen diesen Krieg entscheiden. Und hätte sich wahrscheinlich in der Zeit auch versucht, möglichst viel für sich halt herauszuschlagen. Ob der also wirklich dann zum Beispiel in den Krieg eingetreten wäre, gegen Deutschland, schwierig zu sagen, sag ich mal. Ja. Aber es hätte natürlich, sage ich mal, für die Deutschen das Ganze nochmal erheblich erschwert, weil man ja nie wusste, ja, greifen die Russen jetzt an, greifen sie nicht an. So konnte man ja damit rechnen, dass sozusagen die zumindest stillhalten und man sich zumindest auf Polen, sage ich mal, blöd gesprochen, konzentrieren konnte. Und ansonsten muss man natürlich sagen, es hätte wahrscheinlich schon, also wie gesagt, ich gehe davon aus, er hätte sich halt trotzdem versucht, so Länder, auch bei Finnland hat er ja dann angegriffen, um sich da Territorien zu holen. Das hätte der wahrscheinlich früher oder später schon auch gemacht. Ja, warum macht er dann überhaupt den Hitler-Stalin-Pakt? Also wenn er hätte ja
Hätte er doch auch so, mit Glück gesprochen, er hat es halt deutlich billiger bekommen. Weil er hat, wie gesagt, Litauen zum Beispiel hat sich ja versucht, an Deutschland anzulehnen. Da wäre die Frage gewesen, hätte man das dann so einfach einkassieren können? Er hat das, was jetzt damals hieß, Ostpolen, was ein ziemlich großes Gebiet ist, glaube ich, jetzt von Weißrussland und oder Belarus und Ukraine, hat er auch quasi locker flockig einnehmen können, weil die polnische Armee da schon geschlagen war. Also das waren ja die Gebiete, die er dann auch im Krieg auch behalten hat. Also das waren dann Dinge, die er dann relativ, also ohne großes Blutvergießen hat er das halt bekommen und dafür hat er eigentlich wenig tun müssen, sage ich mal. Okay, und womit dann Russland nicht gerechnet hatte, ist, dass nachdem... beziehungsweise Sowjetunion. Ja, oder ja genau, Sowjetunion nicht gerechnet hatte, ist, dass nachdem Hitler Polen eingenommen hat, dann auch noch Russland danach angegriffen hat, ne? Mit im Unternehmen Barbarossa. Genau, also das ist tatsächlich so ein bisschen aus meiner Sicht seltsam. Das weiß man, glaube ich, bis heute auch noch nicht so wirklich. Warum? Also eigentlich im Endeffekt gab es genügend Warnzeichen, weil ich meine, wenn jetzt hier die Deutschen oder ihre Verbündeten 3 Millionen Soldaten an deiner Grenze aufmarschieren lassen, dann lässt sich das relativ schwer verstecken, sage ich mal. Also es gab so viel, ne? Also warum quasi Stalin, der sonst, wie gesagt, ein absolut paranoides Arschloch war, der in den 30er Jahren sein komplettes Offizierskorps ausradiert hat, weil er sie verdächtigt hat, dass sie ihn vielleicht stürzen können, die komplette Partei gesäubert hat von allen, von denen er nur geglaubt hat, sie könnten ihn irgendwie irgendwann mal schief anschauen, dass der dann so naiv war und Hitler war ja trotzdem der ideologische Todfeind und hat immer klar gemacht, das Endziel ist Russland angreifen und, ja, und diese Sowjetunion auszuradieren, dass der dem Ganzen nicht geglaubt hat und quasi damit quasi überhaupt seinen Truppen ja verboten hat, sich sozusagen in Verteidigungsbereitschaft zu setzen. Also das ist bisher tatsächlich ist ein absolutes Rätsel, weil natürlich, glaube ich, die russischen Archive dazu auch nicht offen sind und die jetzige russische Führung aber überhaupt kein Interesse daran hat, diese, so muss man es verkürzt sagen, Dämlichkeit, dass man da nachforscht. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was da im heutigen Russland gewünscht ist. Ja, für die Deutschen war es damals perfekt, dass sie sich nicht in Verteidigungsstellung begeben haben, ne? Es war dann anfangs war es ein leichtes Spiel. Aber was wäre, wenn es kein leichtes Spiel gewesen wäre? Genau, also da muss ja tatsächlich sagen, die Rote Armee war ja relativ groß und durchaus jetzt nicht so, also die haben ja dann auch gekämpft, also nach dem, was ich mich erinnere, war das durchaus in den Grenzen. An den Grenzen gab es dann durchaus auch harte Kämpfe, aber sozusagen dadurch, dass die halt nicht keine Verteidigungsbereitschaft hatten, sobald man halt die durchgebrochen ist, dann war halt nichts mehr da, weil die halt einfach nicht auf einen Verteidigungskrieg eingestellt waren. Und man muss tatsächlich sagen, dann wäre es natürlich für die Deutschen deutlich schwerer gewesen, weil die hatten das natürlich als Blitzkrieg konzipiert. Ja. Und das zielt ja auf Schnelligkeit. Und wenn ich dann sage, okay, dieser Paranoiker im Kreml, der traut dem anderen nicht und versetzt seine Truppen in Verteidigung, was jetzt aus meiner Sicht durchaus realistisch ist, dann ist natürlich so ein Blitzkrieg, der auch viel auf Überraschung setzt, ist natürlich, sage ich mal, deutlich schwerer. Und es gibt ja auch so Sachen, dass die Russen, glaube ich, dann schon durchaus auch von der Technik her den Deutschen jetzt nicht so unterlegen waren. Also, dass man jetzt nicht sagt, okay, wenn die sich wirklich wehren und auch wirklich sozusagen sich dann auch nicht die Initiative von den Deutschen diktieren lassen, wie es halt dann in der Realität passiert ist, dann wird das schon deutlich schwieriger. Also hätte es eventuell da schon vorbei sein können? Also es wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht deutlich schwerer geworden und ich glaube auch nicht, dass wir dann also die Deutschen standen dann ja relativ schnell tatsächlich auch nahe Moskau, weil das war ja sozusagen das Überziel. Und erst als man sich dann entschlossen hat, man zieht dann Truppen ab, um die Ukraine zu erobern, um da im Norden noch sozusagen, sagt man, Frontbereinigungen zu machen oder sagen wir mal so ein Hinterland zu erobern, erst dann hat sich das ja so weit verzögert, dass man dann erst im Herbst den Angriff auf Moskau machen konnte. Ach, das haben die gemacht? Genau. Und die waren in Russland rein und haben dann Leute wieder abgezogen, Dann Truppen abgezogen, diese mobilen Kampftruppen, die halt essentiell waren, hat man, glaube ich, Teile nach Norden abgezogen
um Leningrad, also das heutige St. Petersburg, einzukesseln. Man hat Truppen abgezogen in Richtung der jetzigen Ukraine, um da Industriegebiete etc. alles zu erobern. Ja. Und sich quasi also man weiß nicht, wie logisch das war, da bin ich jetzt kein Militärhistoriker, aber sozusagen, man hat halt dann quasi nochmal Zeit hergegeben, um sozusagen das ein bisschen mehr Gebiete zu erobern, und das ist dann im Herbst nochmal gegen Moskau gezogen. Und da ist es ja schon quasi haarscharf gescheitert, sage ich mal, dass man Moskau einnehmen konnte. Jetzt muss man natürlich sagen, eben wenn es schon am Anfang harte Kämpfe gab, und man muss tatsächlich sagen, als die im Herbst dann gegen Moskau angetreten sind, dann war, sage ich mal, diese Wehrmacht oder diese deutsche Armee war ja schon ziemlich am Eimer. Also einfach vom Verschleiß her, von Verlusten her, vom Nachschub, der nicht mehr richtig läuft oder nicht mehr hinterherkommt. Und jetzt muss man sagen, was wäre gewesen, wenn die schon am Anfang richtig nochmal deutlich härtere Kämpfe, nochmal mit deutlich höheren Verlusten erlitten hätten, dann wäre die Frage, ob die wirklich dann im Herbst dann überhaupt in der Lage gewesen wären, dann zum Angriff auf Moskau überhaupt anzutreten, sag ich mal. Aber der Angriff auf Moskau ist fehlgeschlagen, ne? Genau. Das war dann diese Operation Taifun, wo man eben versucht hat, mit so einer Art letzten Kraftanstrengung, versucht hat, eben diese Hauptstadt einzunehmen, und man ist halt relativ weit gekommen, sogar teilweise bis an die damaligen Vororte von Moskau. Und dann hat eben der Winter eingesetzt. Das war zuerst ganz gut, weil vorher gab es die Schlammperiode, wo du sagst, das ist halt, also die hat auch einen eigenen Namen in diesen osteuropäischen Ländern, weil da geht halt einfach gar nichts mehr. Außer du hast halt geteerte Straßen oder Eisenbahnen, aber sozusagen die Schlammperiode oder was hast genau, du gesagt? Schlammperiode, das genau. Ist so das ist, weil es so Bereich. Feucht wurde? Genau, das gibt's wohl immer im Frühjahr und im Herbst. Und das heißt, dass du wirklich also knietief im Schlamm hockst. Und dass du quasi einfach, es geht nichts mehr, außer du hast halt eine funktionierende Infrastruktur, und das war davor. Und dann war zuerst halt quasi, als der Frost gekommen ist, war quasi supi, weil dann konnte man wieder überhaupt mal losziehen. Aber dann ist es halt sehr schnell in den Winter reingekippt, und dann war halt Schicht, sage ich mal, weil diese Truppen dann auch aufgrund des Blitzkrieges nicht auf Winterkrieg eingestellt waren. Die waren, wie gesagt, auch schon auf, flapsig gesagt, sind die da auf dem Zahnfleisch da angekrochen gekommen. Und dann quasi, sind die einfach, da ging nichts mehr bei denen. Das war einfach Schicht. Also der Frost war zunächst gut, weil die dann überhaupt weiterkamen, aber letzten Endes war das quasi die Kälte dann doch zu viel. Genau, dann irgendwann, also ich meine, wir reden hier schon von Temperaturen um die minus 20 Grad. Also ja. Es ist ein bisschen kalt, sondern es ist wirklich extrem kalt, dass teilweise auch die Materialien nicht mehr funktionieren, weil zum Beispiel halt das Öl oder so, wie sagt man, Schmierfett, dass das teilweise läuft nicht mehr richtig gefriert. Und dann geht dir halt dein Panzer kaputt, also die Artillerie schießt nicht mehr richtig. Ja. Abgesehen davon, dass dir selber die Zehen abfrieren. Das ist halt dann irgendwann zu extrem. Das ist total. Wie konnte man das nicht vorhersehen? Also war das nicht relativ klar, dass dann in Russland da ziemlich kalt wird und dass es ein Problem wird? Das gibt den schönen Spruch, diese Idee ist auf einer Skala von 1 bis Russland im Winter angreifen, wie schlecht. Okay, also muss man natürlich sagen, das war schon ganz gut. Also das war allerdings tatsächlich, man hatte sozusagen noch immer so dieses Jahr, wir haben Frankreich geschlagen, wir haben die Russen bis jetzt immer in den Arsch getreten sozusagen. Man hatte schon noch sozusagen diese und jetzt noch eine letzte Kraftanstrengung und dann kassiert man Moskau ein und dann ist der Krieg vorbei. Das war schon noch motivierend für die Soldaten oder so ungefähr. Man hat, denke ich, auch ein bisschen die Rote Armee unterschätzt, weil die hatten wirklich enormste Verluste. Also da sind wirklich in einzelnen Schlachten Hunderttausende gefangen genommen und getötet worden. Und man hatte, glaube ich, dann einfach auch nicht auf dem Schirm, dass die halt trotzdem weiterkämpfen und trotzdem sich noch äußerst verbissen wehren. Und sozusagen, dass das halt einfach immer noch eine Armee ist, die trotzdem halt immer noch ein paar Millionen Mann mobilisieren kann. Du hast gerade schon gesagt, wenn es geklappt hätte, wenn der Angriff nicht gescheitert wäre auf Moskau, wenn Moskau eingenommen worden wäre, dann wäre der Krieg auf sowjetischer Seite quasi zu Ende gewesen? Also das ist tatsächlich eben eine interessante Frage, weil es war dann so, dass Stalin tatsächlich ist in Moskau geblieben als Symbol. Sie haben natürlich Teile der Regierung nach
haben sie schon ausgelagert gehabt. Also die haben schon ein bisschen damit gerechnet, dass schief gehen könnte für die Sowjetunion. Also man wäre aber Stalin selber war in Moskau. Genau, okay. der ist geblieben. Also wäre natürlich die Frage, ob er quasi bis zum Schluss geblieben wäre und nicht vorher die Biege gemacht hätte. Aber natürlich könnte man sagen, dieses System, das ja sehr stark auf diesen eine Person zugeschnitten war oder wie gesagt einfach alle weggerichtet hatte, die ihm gefährlich hätten werden können, wenn der natürlich mit Moskau untergegangen wäre, was wäre dann gewesen? Hätten die dann wirklich noch koordinierten Widerstand geleistet oder wäre das dann halt so weit erlahmt, dass man gesagt hätte, da hätte sich die Wehrmacht halt über den Winter konsolidieren können und quasi dann in 1942 dann nochmal ganz anders angreifen können, weil so ist man halt dann von sowjetischen Truppen im Winter hart angegriffen worden, zurückgedrängt worden, auch wieder schwerste Verluste und quasi auch da knapp dem Untergang auch entronnen, sage ich mal. Und das wäre wahrscheinlich in diesem Ausmaße nicht passiert, wenn man Moskau eingenommen hätte. Okay, sagen wir einfach mal, Stalin wäre in Moskau geblieben, die hätten Stalin gefangen genommen und die hätten, sagen wir auch, den Rest von Russland eingenommen, beziehungsweise hätten da diesen Kampf gewonnen. Mhm. Was hätte das für einen Einfluss auf den gesamten Weltkrieg, sag ich mal, auch auf die anderen Länder dann gehabt? Also auf die USA und auf die Sicht. Also zuerst mal wäre es natürlich, das muss man tatsächlich, wenn man das, also ich meine, das war ja für die Nazis ein Weltanschauungskrieg. Also sprich, das Erste, was die ja auch gemacht haben in eroberten Gebieten, war ja erstmal mit Einsatzgruppen reingehen und irgendwie Juden, alles denen, die man nicht leiden kann oder die man verdächtigt, ein Volksfeind zu sein oder rassisch minderwertig wegzurichten. Und dafür hätte man natürlich jetzt eine freie Bahn gehabt. Also das, weil quasi, es gibt ja keinen Feind mehr, wo man Truppen zurückstellen muss. Man hätte quasi freie Bahn für dieses, für die Durchsetzung dieser nationalsozialistischen Politik gehabt. Also das wäre sicherlich für die Bevölkerung vor Ort, wäre das richtig, richtig schlimm geworden. Oder wenn es diese Bevölkerung danach noch gegeben hätte. Weil man die ja, wie gesagt, also rassisch minderwertig angesehen hat und sowieso schon in der Realität, man hat die Leute einfach verhungern lassen, weil so ungefähr die zählen ja nicht. Also das wäre nochmal deutlich schlimmer geworden aus meiner Sicht. Und es wäre natürlich für den Rest, also sagen wir für die Westalliierten, wäre es nochmal deutlich schwieriger geworden, weil natürlich die Rote Armee hat natürlich selbst als bei Operation Overlord konnten die natürlich auch erfolgreich sein, weil halt der Großteil der Wehrmacht war halt im Osten gebunden. Also das muss man tatsächlich sagen, das ist in der, also die Hauptlast der Kämpfe im Zweiten Weltkrieg gegen Nazi-Deutschland hat die Rote Armee getragen. Das ist halt also ohne die wäre es für die Westalliierten selbst mit amerikanischer Unterstützung verdammt schwer geworden. Wie hätten die denn wohl reagiert, also die Westalliierten jetzt, wenn Deutschland die Sowjetunion einnimmt, hätten dann wahrscheinlich einfach gesagt, ja okay, bis hierhin aber nicht weiter und wir wollen keinen Krieg, weil wir haben jetzt doch ein bisschen Angst vor euch. Das ist quasi ein bisschen so das Szenario von Vaterland, das ist so ein relativ bekannter Alternative History Roman, wo man gesagt hat, okay, ich glaube, da ist tatsächlich was wäre, wenn die Overlord gescheitert wäre und die Deutschen hätten die Sowjetunion eingenommen. Ja. Da ist es dann quasi das Szenario, dass man sagt, okay, die Amis und die Briten ziehen sich so auf Amerika zurück und Europa bis hierhin nach Asien ist quasi deutsche Einflusssphäre, dass man quasi so einen kalten Krieg hat, wie in der Realität zwischen UdSSR und den USA, in dem Falle aber halt zwischen dem Dritten Reich und seinen Vasallen und quasi dieser amerikanischen Sphäre. Also das ist die Frage, wir bewegen uns dann natürlich jetzt schon mehrere Jahre weg von diesem Ankerpunkt. Da wird es natürlich dann immer schwieriger zu sagen, weil man immer mehr Punkte hat, die sich dadurch verändern, ganz andere Dynamiken. Da muss man dann natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu sehr ins Vergleichen reinkommt. Ah ja, vielleicht so wie im echten Kalten Krieg oder in das, was man sozusagen dann sind wir eher in der Fantasy. Aber das, wie gesagt, was wir wissen, ist natürlich, dass es halt im Krieg selber für die Westalliierten dann deutlich schwieriger geworden wäre, zum Beispiel in Frankreich zu landen oder vorher in Italien. Das ist total wahnsinnig. Timon und ich haben uns vor dem Podcast auch ein bisschen darüber gesprochen und wir finden es extrem krass, dass so ein kleines Land wie Deutschland
es am Ende doch so weit geschafft hat, in einem Krieg gegen so viele Länder dann doch so weit zu kommen und es dann doch nur an ein, zwei Situationen bzw. Gegebenheiten lag, dass es eventuell anders ausgehen könnte. Also es ist schon total wahnsinnig, wenn man bedenkt, wie klein das Land an sich ist von der Geografie. Und das Ganze, dass das zweimal passiert ist. Ja. Also, und dasselbe Land, also immer zweimal mehr, angefangen. Immer Ärger mit diesen Deutschen, ja. Ja, ja, immer Ärger mit den Deutschen, echt. Das ist schon ja, aber auch wirklich, dass sie so weit gekommen sind, ist irgendwie trotzdem ganz schön irgendwie... Es hätte ja, wie gesagt, im Zweiten Weg sehr bittere Folgen gehabt. Ja, also es gibt besonders halt, mit der Ideologie, ja. Genau, also wie gesagt, es wäre für alles, was die als slawisch eingeschätzt hätten oder jüdisch, wäre Schicht gewesen. Ja. Und auch für alles, was sie sozusagen immer als Feinde des gesunden Volkskörpers gesehen hätten. Also das war ja ein System, das extrem darauf gebaut hat, dass man irgendwelche Volksschädlinge wegrichten muss. Und gerade Gott dem, wo das System oder das Regime gerade denkt, du bist ein Volksfeind. Mm. Es gibt ja diese eine Serie, The Man in the High Castle. Mhm. Ich habe mir die Serie nicht angeschaut, aber ich meine, da geht es darum, was passiert wäre, wenn Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte, richtig? Genau, also da ist der Ankerpunkt, dass, glaube ich, der amerikanische Präsident Roosevelt 1933 oder 32, da gab es so ein Attentat auf, also es ist unklar, ob es ihm galt oder seinem Beifahrer, das war der Bürgermeister von Chicago, die damals massive Probleme mit organisierten Verbrechen hatten. Und dann war quasi der Ankerpunkt, was wäre, wenn der Kerl, der Amerika in den 30er Jahren wieder aufgerichtet hat mit seinem New Deal und der auch relativ schnell kapiert hat, was von diesem Dritten Reich zu halten ist und Amerika auch prophylaktisch aufgerüstet hat oder darauf vorbereitet hat, dass es da zum Krieg kommt, was wäre, wenn es den nicht gegeben hätte. Und quasi hätte dann quasi das Dritte Reich in aller Ruhe eben England schlagen können, die Sowjetunion einnehmen können und dann eben am Schluss die Atombombe entwickeln und statt, dass die Atombombe eben auf Hiroshima geschmissen wurde, dann eben auf Washington landet. Das ist, glaube ich, zumindest in der Serie ist das ja so eine Folge, wo man das sieht, wo dann die Atombombe aufs Pentagon geschmissen wird. Mhm. Und wo man dann sagt, okay, was wäre gewesen, wenn die Nazis da wirklich ihren Welteroberungsplan schön Schritt für Schritt hätten durchsetzen können, weil eben die Amerikaner nicht bereit gewesen sind, wären rechtzeitig einzugreifen. Hat das ein Happy End, also, oder schaffen die das mit der Atombombe? Also ich kenne jetzt die Serie, habe ich jetzt die letzte Staffel nicht gesehen. Ich weiß, im Film selber ist es, die spielt ja schon, oder nicht im Film, im Buch, in der Buchvorlage, die spielt schon, glaube ich, in den 60er Jahren, wo dann die USA aufgeteilt sind zwischen Deutschland und Japan. Und da spielen sie dann genau mit diesen Was-wäre-wenn-Geschichten, weil da gibt es dann wiederum ein Buch, das sagt, ja, was wäre denn gewesen, wenn Roosevelt überlebt hätte? Und quasi hätten dann die Amerikaner eine Chance gehabt, dieser Welt übermächtige Dritte Reich zu bestehen. Und das ist eigentlich so ein sehr schöner Kniff, weil da sagen dann viele Leute im Roman, nee, das wäre absolut unrealistisch gewesen, das hätten die doch nie gepackt. Und es war ja von vornherein klar, dass das Dritte Reich diesen Krieg nur gewinnen kann. Und wie wir in der Realität wissen, war es ja nicht so. Also das ist so ein bisschen auch der Kniff in diesem Buch. Wo wird es denn richtig spekulativ, also würdest du sagen? Also wie ist denn das eigentlich, wie weit kann man, sage ich mal, noch relativ so erahnen, so wäre es wahrscheinlich passiert und ab wann ist es einfach nur so, ja, Fantasy, ich denke mir jetzt irgendwas aus. Kommt drauf an, also du musst natürlich, also es gilt immer, du schaust normalerweise, dass du sagst, es ändert sich nur ein Ereignis und nicht irgendwie gleich fünf, weil dann weißt du ja nicht, welches ist entscheidend und dass du eben tatsächlich, glaube ich, so maximal ein, zwei Jahre gehst, weil du wirklich jetzt zu sagen, wenn Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte oder wenn jetzt dieser Angriff auf Moskau gescheitert wäre, wie schauen denn dann die 60er Jahre aus? Ja. Also da spielt ja so viel rein, dass du quasi einfach nicht mehr hinterherkommst, sage ich mal, ohne dass es jetzt spekulativ wird. Weil du hast also ja ein, zwei Jahre geht noch so ungefähr, aber dann wird genau, schwer. Genau, also weil du dann ja sagst, okay, da bis dahin hat dieses eine Ereignis, kann ja noch nicht gleich, hebt ja nicht gleich sofort alles andere aus den Angeln. Alle anderen Einflüsse. Aber irgendwann wird es natürlich vielleicht so übermächtig, dass du nicht mehr sagen, wenn alles irgendwann ins Rutschen kommt, blöd gesprochen, dann kannst du auch nicht mehr sagen, ja gut, wie wäre es jetzt weitergegangen in einem,
in einer eventuell komplett anderen Welt. Dann bist du halt, dann kannst du ja nur noch spekulieren, ja, weil du keine Quellenbasis mehr hast. Ja. Nach Moskau war noch die andere Schlacht in Stalingrad enorm wichtig, weiß ich, ne? Also ich habe da auch den Film zugeguckt, Duell. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Jude Law in der Hauptrolle. Mit den Scharfschützen. Ja, genau, mit den Scharfschützen. Und da wurde halt auch gesagt, so, ja, Stalingrad, die Schlacht ist enorm wichtig, allein schon, weil der Name des Führers, also Stalin, halt den Namen der Stadt trägt. Aber sonst, warum ist Stalingrad überhaupt so entscheidend gewesen? Also tatsächlich ist wohl Stalingrad, also es ist natürlich von beiden Seiten von der Propaganda unglaublich aufgeladen geworden als Entscheidungsschlacht, sage ich mal. Und man muss sagen, also beide Seiten haben da ja enorm viel reingebuttert aufgrund dieser propagandistischen Hochschaukelung. Und man muss eben tatsächlich sagen, es war halt auch die erste richtig, richtig klare Niederlage, die Wehrmacht erlitten hat. Also die war jetzt nicht so, dass sie gleich zusammengebrochen sind, aber zum Beispiel jetzt bei diesem Angriff auf Moskau, wo der gescheitert ist, wo es Gegenoffensiven gab, da standen sie schon kurz vor einem Super-Stalingrad, nenne ich es mal, dass wirklich die gesamte Ostfront zusammenbricht, aber sie sind halt nochmal davon gekommen. Unter schweren Verlusten und wirklich knapp, aber so ungefähr, man hat es ja nochmal geschafft, irgendwie die Front so zu stabilisieren, dass man eben 1942 nochmal in die Offensive gegangen ist. Ja. Und Stalingrad war wirklich halt, da ist halt mal eine komplette Armee eingekesselt worden. Und auch das hat man ja propagandistisch aufgebaut, so ja, und die Festung Stalingrad, die da so lange aushalten, bis halt ein Satz kommt. Also auch das hat man ja so weit propagandistisch aufgebaut, dass man aus der Nummer einfach nicht mehr rausgekommen ist. Ich meine, als die dann kapituliert haben, also dann war das auch von der Propaganda nicht mehr zu verstecken, dass das einfach nur eine klare Niederlage war. Und das war also es ging ganz stark um diese Story, einfach wirklich Stalingrad, wer hier verliert, der... Genau, der hatte, ja, also und es war halt eben auch dieser Nimbus der Wehrmacht, dass man eben allen Gegnern, auch wenn die jetzt massetechnisch überlegen sind, so ungefähr am Schluss setzt sich doch wieder der deutsche Kampfgeist irgendwie oder so diese, natürlich auch diese propagandistische, ja, unsere rassische Überlegenheit und so ungefähr der deutsche Soldat ist ja allen anderen zehnfach überlegen. Das hat halt da natürlich einen erheblichen Kratzer erlitten. Und ich glaube, es gibt dann auch, weiß man natürlich nicht, ob das im Nachhinein dann so postuliert wurde, viele gesagt haben, aber Stalingrad war vielen klar, oh, jetzt könnte das echt auch schlecht ausgehen für uns Deutsche. Weil klar war, okay, wir hauen jetzt halt doch nicht alle irgendwie zu Klump, wie man es halt die Jahre davor hatte, sondern okay, da ist jemand, der kann halt einfach mal eine komplette Armee von uns ausradieren. Ja. Und ich glaube, auch da hat man dann in der Propaganda dann umgeswitcht und hat dann gesagt, okay, jetzt ist es nicht mehr dieses, wir fangen Kriege an und gewinnen die locker und irgendwie so ungefähr immer gewinnt der deutsche Soldat, sondern dann gab es ja diese Sportpalastrede mit, er wollte den totalen Krieg, wo es dann hieß, okay, jetzt hat man umgeschaltet mit, jetzt wird es halt ein Überlebenskampf. Und so ungefähr, wo man sagt, das ist nochmal eine andere Note mit, so, wir gewinnen das schon auf jeden Fall, wir sind ja die Herrenmenschen, zu, okay, jetzt geht es wirklich um alles, aber auch eben ums Überleben des Systems. Das ist, ich glaube, die erste große Niederlage gewesen in Deutschland. Genau, also wo man wirklich sagt, das hat auch jeder registriert, dass man dann gesagt hat, also es gab natürlich vorher schon auch Rückschläge und eben die Schlacht um Moskau, aber auch da wurden zum Beispiel Einheiten eingekesselt, aber jetzt glaube ich, den größten Kessel hat man dann irgendwie noch aufbrechen können oder die so lange versorgen können, bis es dann doch irgendwie wieder gut gegangen ist, in Anführungsstrichen, und da hat es halt da ist es halt kulminiert und schief gegangen. Und zwar richtig massiv halt. Ich finde es immer wieder verblüffend, was da passiert ist damals bei dieser einen Rede, wo der totale Krieg gefordert wurde, weil du es gerade angesprochen hattest, muss ich es einfach nochmal aufgreifen, weil ich, wenn ich dazu Videos gesehen habe, war ich immer total schockiert und irgendwie auch fasziniert, was da für eine Stimmung in diesem Saal herrschte und wie einfach eine Bevölkerung, die einen Ersten Weltkrieg miterlebt hatte und da einfach komplett niedergeschlagen irgendwie am Ende dastand, Rückzahlungen leisten musste und einfach alles verloren hatte, langsam wieder auf die Beine kommt und jetzt
den totalen Krieg fordert. Und dass Menschenmassen da schreien, also das sind für mich Bilder, die sind wirklich jedes Mal wieder erschreckend und aber auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise irgendwie seltsam faszinierend. Also es ist irgendwie kaum zu begreifen, wie man das schreien kann. Das ist total also das krank. War ja natürlich auch eine komplette Inszenierung, sag ich mal. Also das war ja auch in diesem Sportpalast. Da saßen natürlich handverlesene Leute, also da hat man jetzt nicht irgendjemanden reingepackt, sondern man hat sich natürlich die, ich nenne es mal, ideologisch Gefestigten da reingesetzt, die genau für solche Botschaften empfänglich waren oder wo man sagt, okay, die sind, sage ich mal, leicht entflammbar für diese Botschaft. Und das war ja genau das, was man damit transportieren wollte. So, der Goebbels hält halt seine aufputschende Rede, die ja auch meines Wissens, also ich glaube, die Rhetorik-Experten können das deutlich besser aufschlüsseln, aber der hat natürlich dann auch genau gewusst, was er da erzählt. Die schwarze Rhetorik. Möglich, ja, also wie gesagt, da bin ich jetzt kein Rhetorikexperte, aber das findet man sicherlich was, dass der da genau gewusst hat, wie er dann das immer weiter hochdreht. Und der Effekt war ja eigentlich dann auch eher in Richtung der Zuhörer gedacht, dass man sagt, ja, auch wenn wir diese Niederlage haben, aber das Volk, also versammelt in diesem Saal, das steht immer noch total hinter diesem System. Das war ja die Botschaft, die man auch mit transportieren wollte, so ungefähr. Das gibt, auch wenn es diese Niederlage gegeben hat, es gibt da keinen Bruch in der zwischen Volk und Führer, sage ich mal. Und genau das war einfach eine riesige Inszenierung, die man daran deswegen auch veranstaltet hat. Also da sind wir wieder bei dieser Propaganda, wo man sagt, das waren natürlich Propaganda-Profis, sage ich mal. Wirklich faszinierend. Auch die Reden von Adolf Hitler selbst, auch irgendwie immer wieder erstaunlich, was sie da für eine Stimmung erzeugt haben. Also auf gar keinen Fall war das gut, was der da gesagt hat. Das möchte ich hier gar nicht sagen mit dem, was ich hier gerade aussage, sondern eher einfach, wie irre das ist, das, was das für einen Effekt erzielt hat. Das ist einfach so krank, wie da einfach Tausende von Menschen stehen können und so ergriffen sind davon, was diese Leute da oben sagen. Das ist einfach, also krank. Ja, das muss man sich, sage ich mal, auch für die heutige Zeit eben merken, sage ich mal, dass das halt keine Idioten waren. Oder dass die irgendwas erzählt haben oder irgendwas rausgeblärt haben. Also heute denkt man sich natürlich bei den Themen, die wir da haben, so ungefähr total ballerballer. Aber das waren ja Themen, die damals, das war ja auch noch eine andere Gesellschaft. Also da ist ja halt zum Beispiel Antisemitismus noch viel, viel stärker in der Bevölkerung verankert. Wo wir heute denken, so ungefähr, wie bescheuert ist es da, die Hälfte der Rede über irgendwelche Juden zu reden? Sind die blöd alle? Aber der hat natürlich auf sehr uralte Vorurteile und Verschwörungstheorien, die der in der breiten Gesellschaft verankert war, hat er immer zurückgegriffen. Und wie gesagt, auch das waren keine Idioten, was jetzt Rhetorik angeht oder Propaganda. Die haben sehr genau gewusst, was sie da machen. Die gerade schauen, hat es jetzt gerade bei mir geklingelt. Muss man nicht. Alles okay, gut, ja, kurz sonst nachschauen? Nimm kurz ab. Guck kurz nach, falls du nachgucken musst. Okay, ich schau mal kurz nach. Vielleicht ist es ja, alles gut. Das wäre ziemlich unglücklich, wenn ich die vor der Tür stehen lasse. Mach das kurz. Ja. Moment. Nee, Timon, hast du mal diese stoppen und dann. Alles gut, wir reden einfach weiter, das passt. Wir reden einfach weiter, genau. Also ich glaube, ihr wisst ja auch schon einiges. Dann bin ich schon wieder da. Oh, ja, okay, ich glaube, es ist dringend. Ich würde schnell machen, sonst gibt's kein Essen heute. Timon, weil sie das machen muss, oder wie? Ja? Was wolltest du sagen? Sonst sag ich was. Ja, sag du. Okay, ich finde zu dem ganzen Thema Propaganda eigentlich ziemlich interessant. Einer der Vorreiter, beziehungsweise der gilt als Vater der Public Relations, also von PR, der hat auch Bücher darüber geschrieben, Edward Bernays. Der hat auch ein Buch, das heißt sogar wirklich Propaganda. Das ist der Typ ist der Neffe von Sigmund Freud und hat auch geholfen, Sigmund Freud selber an die breite Masse zu bringen. Mhm. Und generell zu der Zeit, aber halt auch besonders er, gab es noch mehr Leute, die für Propaganda wirklich waren, weil die halt gesagt haben, ey, die Masse ist dumm, der Einzelne ist schlau, aber die Masse ist dumm und deswegen ist Demokratie nichts Gutes. Deswegen kannst du nicht erwarten davon, dass Leute in einer Demokratie quasi sich für die richtigen Sachen entscheiden, weil sie sich einfach an den anderen orientieren und deswegen zu leicht beeinflussbar sind. Mhm. Und er hat dann quasi selber
Propaganda inszeniert und auch er ist für die Pall Mall-Werbung, glaube ich, oder zumindest für eine Zigarettenfirma, da die Werbung stark zuständig gewesen, dass Frauen auch angefangen haben zu rauchen. Davor war das ein absolutes Männerthema und hat damit quasi dann einfach auch beweisen wollen, so ja, deswegen ist aus meiner Sicht Demokratie nicht das Richtige und deswegen ist Propaganda funktioniert und deswegen sollte man der Demokratie da nicht trauen. Also einfach als kurzer Nebenfakt, während unser Experte hier weg war. Genau, also völlig, alles gut, alles völlig gut. Legitimiert, völlig legitimiert die Bevölkerung beeinflussen, weil man sagt, die Bevölkerung ist sowieso dumm. Ja, also was, das ist irgendwie ein bisschen irreführend. Auf der einen Seite hat er halt gesagt, so ja, ich bin gegen Demokratie, weil halt die Bevölkerung dumm ist. Und auf der anderen Seite hat er halt seine Idee von die Bevölkerung ist dumm auch so angewandt und auch so ausgenutzt, indem er halt einfach dann sich kommerziell halt den Zigarettenfirmen und so hingegeben hat und halt dafür gesorgt hat, dass da alle Leute anfangen zu rauchen und so. Also, und der hat das dann richtig manipulativ genutzt. Weißt du, was er da so für Techniken verwendet hat? Ja, aber ich will da jetzt nicht zu sehr. Also es geht eine Sache ist jetzt nichts, was man hier benutzen könnte. Ja, bitte. Nein, das geht eh nicht. Aber eine Sache, die er gemacht hat, ist quasi wie gesagt, um die Frauen auch zum Rauchen anzuregen, weil das war die Zigarettenfirmen waren zu ihm gekommen, meinten, hey, wir verlieren die Hälfte unserer Kundschaft, weil Rauchen war ein Männerding. Und da gleichzeitig zu der Zeit gegen Feminismus quasi wurde immer stärker, also dass Frauen Gleichberechtigung wollen, dass Frauen Stärke und Freiheit wollten. Und damit hat er dann die Zigarette verbunden. Vorher war Rauchen für Frauen nicht erlaubt und jetzt ist die starke Frau, die die Zigarette in der Hand hat, die damit Freiheit präsentiert. Krass. Das hat also die beiden Sachen verbunden und dadurch, ja, hat er das dann scheinbar wirklich geschafft. Krass. Wir haben noch zwei extra Themen, die ein bisschen außerhalb von Russland und Frankreich sind, nämlich einmal den gescheiterten Attentat auf Hitler. Ich glaube, da gab es mehrere sogar. Dutzende, wir haben uns jetzt in deinem Blog auf einen konzentriert, dem der halt in deinem Blog drin ist. Ja. Ich weiß gar nicht, von wem, war das von der deutschen Bevölkerung jemand? Ja. Oder war das? Also es war Stauffenberg, gibt es auch einen Film mit, weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler hieß, relativ bekannter, Operation Valkyrie heißt der Film. Okay. Das glaube ich, so 10 Jahre her sein. Genau, also das war quasi das Attentat, das, wo man sagt, das war eigentlich am ersten dran, dass es wirklich so ein Gamechanger war, weil die erstens fast, also sie haben es geschafft, dass in Hitlers Umgebung eine Bombe gezündet wird, also als der Typ im Raum war. Und sie hatten halt auch einen Plan für den Fall, wenn das gelingt, wie sie dann die Macht übernehmen. Also nicht nur wir schießen den Kerl und dann schauen wir mal, was passiert, sondern die hatten wirklich einen konkreten Putschplan in der Schublade. Und das macht eben dieses Attentat zu so einem sehr interessanten Ankerpunkt, weil man eben sagt, es hing da halt an wirklich Kleinigkeiten, dass die den Typen in die Luft jagen. Weil dieser Klaus von Stauffenberg, genau. Also, genau, und der hat quasi im Hauptquartier von Hitler, hat der halt eine Bombe platziert. Da war schon der erste Zufall, dass man gesagt hat, also es war eine relativ komplexe Bombe, also nicht so, ich drücke auf den Knopf und dann läuft die Schose, sondern das waren wohl wirklich, die Sprengladungen und die Zünder waren unterschiedlich. Und er hat quasi zwei Packungen von jedem gehabt und er konnte, weil irgendein Depp ihn quasi bei den Vorbereitungen gestört hat, konnte der nur eine Packung fertig machen. Sprich, das war schon mal eine deutlich geringere Sprengkraft. Und ich glaube, man hat später mal getestet, wenn der beide gehabt hätte, dann wäre da hätte in diesem Raum niemand überlebt. Dann war noch irgendwie Also die Bombe wurde gezündet, während Hitler wirklich in dem Raum war, nur Hitler ist nicht umgekommen. Genau, also es waren, glaube ich, irgendwie so 20, es war irgendwie so eine Lagebesprechung. Und Stauffenberg ist vorher abgehauen und nach Berlin geflogen, um da eben diesen Putsch zu organisieren. Ja. Und also es gab eine Mordsexplosion, aber es sind quasi nur 3 Leute sind draufgegangen, mehrere sind verletzt worden, aber Hitler ist zum Beispiel nur leicht verletzt worden. Da gibt's, weiß man jetzt nicht, weil dann hat man ja nur Zeitzeugenberichte, die haben dann gesagt, ja genau in dem Moment der Bombe hat er sich über diesen Lagetisch, das war so ein schwerer Holztisch gebeugt und dieser Tisch hat halt sehr viel abgefangen von der Explosion. Und quasi, wenn der sich da nicht rübergebeugt hätte, hätte den die Explosion viel mehr erwischt. Also so ein Zufall wie im Film quasi. Er duckt sich genau in dem Moment, wo die Patrone über ihn fliegt. Zum Beispiel, ja. So also, Richtung. Wie gesagt, weiß man jetzt nicht exakt, weil man hat ja nur die dann im Raum waren, das waren ja alles seine Gefolgsleute.
Und natürlich hat man das später auch wieder propagandistisch überhöht, dass man gesagt hat, ja, die Vorsehung hat den Führer geschützt vor diesem Attentat, eben, dass er quasi ja der Halbgott ist, der quasi überhaupt nicht klein zu kriegen ist. Aber das war ja eben genauso, dass auch so ein System, das so extrem auf ihn zugeschnitten war, dass du keinen natürlichen Nachfolger hattest, der dann nachrückt. Also wenn der draufgegangen wäre, dann hättest du niemanden gehabt, der sofort an diese Spitze tritt, sondern du hättest mehrere gehabt, die so zwei, drei Etagen unter dem Ganzen waren und die dann aber auch nur für sich quasi ihre Machtpole gehabt hätten. Was es gab gar keinen, der an zweiter, also es gab keinen quasi Vizeführer oder so, es gab keinen, ein der dann Vizeführer? Vizeführer, nicht? Also es gab tatsächlich nur mehr, also quasi mehrere Vizeführer, sage ich mal. Es gab dann Leute, die waren dann quasi stellvertretender Parteivorsitzende. Es gab Leute, die dann quasi wie ein Heinrich Himmler, die SS quasi im Auftrag des Führers geführt haben. Aber es gab jetzt keinen, der wie Hitler halt und dem alles irgendwie zusammengelaufen ist. Das war in dem System auch bewusst so angelegt, dass man gesagt, also das ist die Frage, ob das jetzt von Hitler immer so bewusst gesteuert war, aber sozusagen wie bei Stalin, es soll keiner hochkommen, der irgendwie gefährlich werden könnte. Und man lässt quasi dieses System auch bewusst, was ich gelesen habe, das System war bewusst auch unklar gehalten, dass diese Leute keine klaren Zuständigkeiten hatten, sondern dass immer sozusagen die immer ein bisschen um die Gunst von Hitler buhlen mussten. Das klar war, er ist derjenige, der im Endeffekt entscheidet und Daumen hoch, Daumen runter macht. Krass, das bedeutet letzten Endes auch, Hitler hat gar nicht einen Plan gehabt für was passiert, wenn ich eventuell bei einem Attentat zum Beispiel sterbe oder sowas, sodass er sich darum gar nicht bemüht hat, sondern einfach nur so, ja, solange es mich gibt, interessiert mich das Ganze und wenn es mich nicht mehr gibt, dann könnt ihr euch was überlegen. Es gab schon meines Wissens so eine Art Nachfolgeregelungen, sozusagen, um sie halt zu haben. Also sozusagen, die Deutschen lieben ja ihre Regeln. Also es gab dann schon sowas meines Wissens wie so ein politisches Testament oder eine theoretische Nachfolgeregelung. Aber in diesem System ist es sozusagen im totalitären System, wie es jetzt Nazi-Deutschland war, ist immer die eine Sache, was steht auf dem Papier und ganz andere Sache, was in der Realität passieren kann, weil halt einfach, es war ja kein Rechtsstaat im Endeffekt, dass man gesagt hat, hier steht aber im Testament, ich habe hier die Nachfolge. Ja. Dann hätte ein Henrich Himmler sagen können, ja, ist mir wurscht, ich habe hier hunderttausende Mann mit Gewehren hinter mir. Was willst du gerade von mir sagen? Du hast nur so einen Zettel. Weg genau, mit dir. So ungefähr. Also schauen wir mal, welche Machtgruppen du hinter dir hast. Also dann kannst du vielleicht anfangen, mit dem Zettel zu wedeln, aber vorher nicht. Und das wäre dann tatsächlich so das Szenario gewesen, wo man dann sagt, wenn das gelungen hätte, dann wären diese Verschwörer vielleicht eine Machtgruppierung gewesen, weil die eben den Plan hatten, zum Beispiel halt die SS zu entwaffnen, die Ministerien in Berlin zu besetzen. Aber das wäre immer noch die Frage gewesen, ob die genügend Machtmittel gehabt hätten, um sich dann eben gegen diese anderen Gruppen durchzusetzen. Also eher, es geht dann immer so in die Richtung, wie hätte es dann vielleicht einen Bürgerkrieg gegeben, eben zwischen diesen Gruppierungen, oder hätten die sich halt irgendwie in wie auch immer in welcher Art auf eine Machtteilung eingelassen. Gar nicht. Oder hätte es das also quasi schnell genug gegeben. Wäre jetzt zum Beispiel auch eventuell das Militär in sich zusammengebrochen, weil sich da irgendwie 3-4 Leute in den obersten Positionen gestritten hätten, oder hätte doch einer die Macht ergriffen mit derselben Ideologie und es wäre einfach weitergegangen und gar nichts passiert. Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, besonders in dem Augenblick. Also gerade weil das System ja unter Hitler oder unter dieser obersten Spitze war, wie gesagt, auf Intransparenz ja auch ausgelegt, oder dass es da keinen führenden Kopf gab. Es gab auch, Hitler war ja auch Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Also es gab keinen, das hat er irgendwann, glaube ich, in den Ende der 30er hat er das übernommen, oder ich glaube sogar noch während dem Krieg. Vorher gab es da zumindest einen, der zumindest die Wehrmacht oder diese Teile dieses offiziellen Militärs unter sich gehabt hätte. Und den hat man ganz bewusst, hat man dann irgendwann das quasi abgelöst, weil so ungefähr, das wäre ja theoretisch eine von den Nationalsozialisten unabhängige Macht gewesen. Er hat die dann, glaube ich, abgelöst und hat den Eid auf sich schwören lassen. Ja, gut, das war ganz am Anfang. Von dieser von der gesamten Truppe. Und dann hat Es gab halt zumindest nominell noch so einen Oberbefehlshaber der Wehrmacht, der zumindest, sage ich mal, dieses Militär organisiert hatte oder befehligt hat für Hitler natürlich. Weißt du, was mit Klaus von Stauffenberg passiert ist? Also der ist dann zurück nach Berlin.
und hat dann dadurch eben nicht mitgekriegt, dass das Attentat halt fehlgeschlagen ist. Die haben dann auch, das war eben diese Operation Walküre initiiert, das war quasi ein Notfallplan, dass man quasi, wenn es zu Unruhen kommt im Land, dass dann die Truppenteile, die zum Beispiel in Berlin stehen oder irgendwo halt noch im Hinterland, dass man die dann einsetzt, um Ministerien zu besetzen oder sozusagen die Kontrolle noch zu behalten. Und diesen Plan haben die initiiert, haben die minimalst abgeändert und haben die Befehle so umgeändert, dass es hieß, okay, wir besetzen jetzt die Ministerien und verhaften zum Beispiel Goebbels. Und daran sind sie halt gescheitert, weil es auch wiederum die Frage, da gibt es glaube ich auch nur sehr dubiose Zeitzeugen, die dann sozusagen dann weitererzählt haben, dass es hieß, ja, die wollten den verhaften und dann hat Goebbels halt einfach gesagt, hier, ich telefoniere mal kurz, Moment, kennen Sie die Stimme? Ja, das ist Hitler. Tja, dann kannst du jetzt mal entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Und ich kann dir sagen, es kann sein, dass du auf der falschen Seite stehst, wenn du für diese Verschwörerpartei ergreifst. Und dass dann halt, als sich diese Nachricht verbreitet hat, dass Hitler halt überlebt hat, dann ist dieser Putsch halt in sich zusammengefallen. Und diese ganzen Verschwörer, die saßen dann im Bendlerblock, das ist heutzutage das Verteidigungsministerium. Weil das die Zentrale dieser, es war die, glaube ich, Ersatzarmee hieß das, diese Institution, die quasi im Falle innerer Unruhen dann das Ganze also eingreifen sollte. Die hatte da ihre Zentrale, die sind da halt festgenommen und erschossen worden. Okay. Scheiße. Gut, dann zu unserem letzten Punkt. Pearl Harbor, das ist auf der ganz anderen Seite, ne? Das in den USA, die Japaner haben da, glaube ich, angegriffen, oder? Genau, Pearl Harbor ist ja der Hafen von, nicht von Hawaii, aber quasi von der bevölkerungsreichsten Insel. Ich müsste jetzt mal schauen, wie die eigentlich heißt. Oahu, glaube ich, wo auch die Hauptstadt von dem Bundesstaat ist das quasi der große Hafen. Und warum haben die Japaner da jetzt angegriffen? Also wir hatten damals eben auch damals hieß es, glaube ich, Ferner Osten, hatten wir die Lage, dass Japan damals ein sehr militaristisches Kaiserreich und hat dann schon angefangen, auch Gebiete zu erobern. Also die haben zu der Zeit gehörte dann Nord- und Südkorea gehörte damals zu Japan als Kolonie, das heutige Taiwan. Die hatten dann auch in der Südsee, weiß ich jetzt nicht, ob man das noch so sagt, aber quasi sehr viele Inseln hatten die auch schon eingenommen oder gehörten damals. Also große Teile vom Pazifik waren unter deren Herrschaft. Und die haben sehr lange schon, seit 1937 haben die mit China Krieg geführt. Auch mit sehr vielen Kriegsverbrechen. Und haben natürlich auch versucht zu expandieren, haben auch sehr viel Propaganda gemacht in die Richtung, ja, wir als einzige asiatische Großmacht, alle anderen saßen ja in Europa oder in den USA, wir befreien jetzt unsere asiatischen Brüder, wobei das waren eher so die hat man, glaube ich, eher als die Brüder gesehen, die man halt mit Maulschellen immer auf den richtigen Weg bringen muss. Also da war schon auch sehr viel Herrenmenschen-Duktus von den Japanern mit dabei. Aber wir befreien die jetzt irgendwann. Also quasi auch gegen die Kolonien der Franzosen in Vietnam oder die Briten hatten damals noch Hongkong, Malaysia, Singapur, das waren alles britische Kolonien. Indonesien war niederländische Kolonie. Und es war irgendwie klar, die wollen in diese Richtung expandieren. Mhm. Und es gab dann 1941 gab es dann einen Erdöl- oder einen enormen Wirtschaftsboykott, den die Briten und die Amerikaner gegen die Japaner initiiert haben. Und denen wäre quasi binnen wenigen Monaten wäre denen halt einfach die komplette Kriegsmaschinerie zum Stillstand gekommen, weil ohne Öl kannst du halt keine Schiffe fahren lassen oder keine Panzer fahren lassen. Und dann gab es tatsächlich zwei Möglichkeiten für die japanische Regierung. Entweder man gibt nach und lässt sich auf Friedensverhandlungen ein, zum Beispiel mit den Chinesen oder auch gegenüber den Amerikanern und Briten. Oder man greift an, sichert sich zum Beispiel eben in Indonesien gab es diverse Ölquellen und sichert halt sich diese Rohstoffe, um halt sozusagen autark zu bleiben und quasi nicht mehr von diesem Boykott getroffen werden. Das Problem war halt, die größte militärische Macht saß quasi, weil ja die Briten und die Niederländer und ja die Franzosen, wenn sie nicht schon kapituliert hatten, waren ja vor allem in Europa beschäftigt. Das waren einfach die Amerikaner, zu denen damals auch noch die Philippinen gehört haben. Und die hatten halt das Gros ihrer Pazifikflotte, hatten die auf Hawaii
stationiert. Das war quasi das, wo die Japaner die Taktik hatten, okay, wir müssen diese Pazifikflotte irgendwie ausschalten, weil wenn wir jetzt in Indonesien einfallen oder auf den oder müssen wir an den Philippinen ja vorbei, wenn man so ein bisschen auf der Karte nachschaut, dann können die uns halt jederzeit in den Rücken fallen oder jederzeit halt angreifen. Also hat man sich eben diesen durchaus wahnsinnigen Plan ausgedacht, also für die damalige Zeit, weil auch das gab es vorher in diesem Ausmaße auch noch nicht, dass man dann gesagt hat, okay, wir nehmen unsere Flugzeugträger und greifen die einfach überraschend in ihrem Haupthafen an, versenken diese Schiffe und dann sozusagen erobern wir diese Kolonien. Und da die Amerikaner ja dann immer noch keine Flotte haben, weil du baust ja ein Schlachtschiff auch nicht in 2 Monaten oder sowas, das ist teilweise, auch damals war das eine Geschichte, ich glaube, selbst als die dann wirklich ihre Rüstung angeschmissen haben, haben die dafür ja trotzdem Jahre gebraucht. Oder man müsste man eher in 1-2 Jahren mindestens rechnen, bis so ein Schiff gebaut ist von Grund auf. Bis die dann soweit sind, haben wir quasi diese Kolonien erobert, konsolidiert und dann können wir das einfach verteidigen, solange bis wir dann halt zu einem Frieden zu unseren Gunsten kommen. Also das war so in verkürzter Form deren Plan. Und sie hatten halt bei diesem Angriff, muss man sagen, sehr viel Glück, weil die amerikanische Verteidigung so katastrophal organisiert war, dass sich bis heute dazu Verschwörungstheorien halten, weil sich das gewisse Leute einfach nicht anders erklären können, wie man so inkompetent auf diesen japanischen Plan reagieren konnte. Weil die haben wie ist denn das Ganze abgelaufen? Also warum katastrophal und warum Japan erfolgreich? Was hat Japan gemacht? Also erstens mal, glaube ich, lag es natürlich daran, dass keiner dann mit so einer Aktion gerechnet hat. Das ist halt immer, die Japaner sind ein hohes Risiko eingegangen, weil sie damit auch ihre besten Schiffe und ihre besten Piloten da reingesetzt haben. Also sprich, wenn die verloren hätten, dann wäre es umgekehrt gewesen, dann hätten die Japaner keinen Stich mehr setzen können. Damit hat einfach niemand gerechnet, dass die so wahnsinnig sind, sozusagen ihre besten Schiffe und Piloten einfach mal über den stürmischen Nordpazifik zu schippern und nördlich von Hawaii zu platzieren und dann einfach mal drauf zu gehen. Also damit hat keiner gerechnet, weil damals, ich meine, der Pazifik hat enorme Entfernungen, die können wir uns nicht mal in Europa vorstellen. Und wenn du sagst, damals eben zu den USA gehören die Philippinen, dann noch auch diverse Atolle im Pazifik, an denen musste ja auch irgendwie ungesehen vorbei. Also zu sagen, ich quasi renne da einfach mitten ins gegnerische Feld, um denen in den Arsch zu treten, das war einfach nur so unglaublich risikoreich. Und es war auch das erste Mal, dass man halt so einen massiven Luftangriff auf eine Flotte gefahren hat. Also die Briten haben sowas Ähnliches gegen die Italiener schon gemacht, aber das war von den Verhältnissen her komplett was anderes, von der Masse und vom Aufwand, den die da betrieben haben. Und man hatte halt auch nicht damit gerechnet, also was man so, was ich so gelesen habe, ist, die Amerikaner haben sich relativ sicher gefühlt, weil dieses Wasser oder diese Tiefe des Wassers im Hafen von Pearl Harbor war einfach, also hat man gesagt, das ist nicht tief genug für Torpedoangriffe, weil es wohl zur damaligen Zeit so war, dass wenn man Torpedos ins Wasser geschmissen hat, sind die natürlich erstmal runtergesunken, bis sich der Propeller aktiviert hat und dann hatten die quasi so eine Bewegung. Und es ist natürlich blöd, wenn das Wasser zu flach ist, dass das Ding halt am Grund einschlägt. Und die Briten hatten das gleiche Problem und haben es quasi mit Modifikationen gelöst. Und die Japaner haben sich das abgeschaut. Aber die Amis haben das quasi auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass jemand das so schnell adaptieren kann. Und deswegen war das halt so katastrophal. Und weil man halt einfach, die haben an einem Sonntag angegriffen, glaube ich, japanischer Zeit Sonntag in der Früh, und man kann sagen, die Amis waren halt alle noch in den Betten oder quasi beim Frühstücken, und man hat die halt komplett off guard erwischt. Das hat diese Attacke halt so verheerend gemacht, weil quasi bis die Amerikaner schauen konnten, war eigentlich schon, ja, also waren die quasi fast alle Schiffe im Hafen irgendwie beschädigt, und die Flughäfen, ich glaube, die hatten 3 Flughäfen auch auf Hawaii, auf dieser Insel. Da waren halt 2 davon, waren dann halt schon zu Klump geschossen. Also da konntest du dich eigentlich schon gar nicht mehr wehren oder richtig wehren. Und das hat halt quasi das so verheerend gemacht, dass die halt von ihren Schlachtschiffen, glaube ich,
die meisten sind entweder versenkt worden oder so schwer beschädigt, dass du mit denen erstmal auch nichts anfangen konntest, sag ich mal. Hm. Und was wäre jetzt, was wäre jetzt gewesen, wenn das nicht passiert wäre? Weil meiner Meinung nach gab es darauf eine gewisse Antwort der USA. Also man hat dann diesen Doolittle Raid gemacht und hat halt mit, also weil die Flugzeugträger wurden ja nicht erwischt in Pearl Harbor und hat dann, sind wir wieder beim Thema Propaganda, hat dann quasi mit so ein paar Langstreckenbombern Tokio bombardiert, um zu zeigen, ja, wir haben jetzt zwar ziemlich eine auf die Schnauze bekommen, aber mit uns ist immer noch zu rechnen. Also auch wieder, wie gesagt, merkt man, wie wertvoll Propaganda auch im Krieg war. Was wäre passiert in der Hinsicht? Oftmals geht es ja, was wäre gewesen, wenn die Japaner noch den dritten Angriff gefahren hätten, um quasi, es gab da auch sehr große Nachschubbasen natürlich in diesem Hafen. Wenn man die jetzt zerstört hätte, dann quasi hätte es den Amis nichts gebracht, wenn sie vom Atlantik Schiffe rübergezogen hätten, weil wie willst du die versorgen, wenn deine Öltanks alle in die Luft geflogen sind? Also sprich, oder wie hättest du dann deine Flugzeugträger, die verschont wurden, einsetzen können, wenn die einfach keinen Treibstoff mehr haben? Also das ist so ein Szenario, das aufgemacht wird, wobei ich sagen würde, das ist eher unrealistisch, weil die Japaner waren eh schon überrascht, dass das quasi so glatt durchging, dass die, glücksprachen, die Amis halt so dämlich waren. Und die hatten eben, die haben diese Flugzeugträger und diese Piloten auch gebraucht für diese weiteren Invasionen, weil die hatten nicht so viele. Und quasi der Oberbefehlshaber der japanischen Flotte, der hatte immer große Panik, dass vielleicht ein amerikanisches U-Boot irgendwie die Flotte entdeckt oder dann doch die Amerikaner irgendwie Flugzeuge hochbringen, die dann die Flotte erwischen. Das ist ja dann bei der Schlacht von Midway passiert, wo die dann diese Flugzeugträger erwischt haben und einfach mal, glaube ich, 3 auf einen Schlag versenkt haben. Und davor hatte der unglaubliche Panik. Und das spricht, der war gar nicht so auf den dritten Angriff erpicht, sage ich mal. Also der hat mitbekommen, okay, wir haben diese Schiffe zerstört. Mission accomplished, jetzt hauen wir ab, bevor den Amis noch irgendwas einfällt. Eher aus meiner Sicht realistischer ist es halt, dass diese komplett chaotische US-Verteidigung doch irgendwie das noch gespannt hätte, weil da ist zum Beispiel irgendein Telegramm ist halt abgeschickt worden, man soll mit einem Angriff rechnen und in Bereitschaft gehen. Das ist dann irgendwo im falschen Ablagefach, blöd gesprochen, gelandet. Es gab Hinweise von Radarstationen, die gesagt haben, da ist irgendwas. Das wurde irgendwie nicht weitergegeben, weil jetzt war ja keiner in Bereitschaft oder man hat das halt abgetan. Also es gab Meldungen von U-Booten, die vor der Hafeneinfahrt lagen, wobei das haben abgetan, weil es dann vorher schon viele Meldungen gab. Aber sozusagen, da ist halt quasi immer, wenn es hieß, oh, ihr hättet das vielleicht spannen können, dass da irgendwas vielleicht ist, ist es halt immer dazu ausgegangen, dass sie gesagt haben, nö, ist nicht. Und wenn man jetzt sagt, es gibt halt einen Punkt, wo die gespannt hätten, okay, vielleicht sollten wir doch mal vorsichtiger sein, dann wäre sicherlich jetzt, sage ich mal, diese Attacke vielleicht, wäre schon weiter ein Erfolg gewesen. Aber man muss tatsächlich eben sagen, diese Verluste, die die Amis erlitten haben, die konnten das relativ schnell ausgleichen. Bei den Japanern schaut es eben anders aus, weil, wie gesagt, das war halt die absolute Elite von denen und davon hatten die nicht viel. Das waren zum Beispiel die Piloten, die eingesetzt haben. Das waren die Leute, die sonst in Japan die anderen Piloten ausgebildet haben. Also sprich, die hatten zu der Zeit niemanden mehr, der neue Piloten ausbildet, weil die alle auf diesen Schiffen waren. Wenn du also bei diesen Leuten, weil die Amis halt sich schneller wehren oder was weiß ich, da geht es ja nur um Kleinigkeiten, dass es hieß, ja, da waren halt die Munitionskisten für die Flugabwehrgeschütze waren größtenteils weggesperrt, weil halt keiner damit gerechnet hat, dass da was ist. Wenn du quasi da schon sowas hinkriegst und da wirklich deutlich mehr Japaner abschießt, dann tut das denen deutlich mehr weh, auch für diese späteren Eroberungszüge gegen Singapur, gegen Indonesien, gegen die Philippinen, weil die einfach nicht beliebig viele oder quasi die hatten jetzt nicht, oh, dann schieben wir halt 2 andere Flugzeugträger dahin, sondern die hatten eigentlich nur diese, ich glaube, 5 großen Flugzeugträger mit dieser Elite der Trägerpiloten. Und wenn die halt wegfliegen oder wegverletzt werden, gefangen genommen werden, getötet werden, weil das ja auch noch die Ausbilder sind von den anderen Piloten, ja, ja, hast du erstmal niemanden, den du, also lange niemanden, der die ersetzt. Krass. Wenn man überlegt, so an welchen Punkten dann das alles hätte anders verlaufen können und wie dann insgesamt jetzt auch, wie wir leben, anders verlaufen wäre vielleicht. Das
ist krass und ich kann schon verstehen, warum du dich für diese Fragen so interessiert, für Alternative History generell. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst. Schaut auf jeden Fall beim Anker.blog vorbei, wem das hier gefallen hat, denn der sollte da auf jeden Fall vorbeischauen, weil da sind noch genau noch mehr Punkte zu genau diesem Thema, aber auch noch zu reichlich anderen Themen. Oh. Hast du noch was du irgendwie mitteilen willst oder was haben wir vielleicht vergessen zu fragen oder so? Ja, alles gut. Also ich glaube, wir sind jetzt ja auch schon sehr recht lange unterwegs. Also auch danke an euch, dass ihr die Gelegenheit gehabt habt, hier zu diesem Thema zu sprechen. Man merkt, ich rede ja gern darüber. Ja. Freut mich auch, dass es da eben Interesse dran gibt und gerne wieder. Und ich bin auch immer gerne für Feedback offen. Also die Geschichte hat ja immer den Vor- oder Nachteil. Es kann nicht jeder alles wissen. Insofern, wenn jemand noch was findet, wo er sagt, ach, kannst du doch da mal beim Zweiten Weltkrieg oder woanders nachschauen, dann bin ich da gerne, höre ich mir das gerne an. Alles klar. Dann drücke ich mal auf unseren magischen Knopf. Ah ja! Ne, den muss ich gerade holen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Dann beenden wir mal den Podcast. Deswegen. Genau. That was easy.